Dinge, waren sie einmal in Bewegung geraten, drohten sich in alle vier Himmelsrichtungen zu verstreuen und waren, wenn überhaupt, nur dadurch in den Griff zu bekommen, dass man sich Kooperationspartner und Partnerinnen suchte, mit denen man im Modus kinematografischer Totalität die zunehmende mundane Dispersion nachvollzog und so in einem gewissen Sinne zuließ, aber zugleich damit auch eine Umkehrung des Verlaufs in Aussicht stellte. Denn ließ man, zumindest der Idee nach, den Film rückwärts ablaufen, musste man ja irgendwann an den Punkt gelangen, von wo aus alles den Bach runterging und einem mit lautem Gedonner und viel Krach und Getöse um die Ohren flog. Die eigentlich philosophische Tätigkeit ist ja, wie alle Menschen wissen, die der Kontemplation. Und wenn man das ernst nimmt, kennt die Philosophie nichts, über das man nicht kontemplieren könnte. Ein paradigmatisches Beispiel kontemplativer Tätigkeit ist das Zusammenlegen von Socken. Socken sind nützliche Gegenstände, mit denen man seine Füße bekleidet, die es in allen Formen und Farben gibt. Aber nun ist ja das philosophische Problem, wenn man sich der Socke um ihrer selbst willen widmet, die Socken einen großen Haufen von Socken voneinander zu unterscheiden, also zu sondieren. Das Sondieren ist ja überhaupt das Privileg des Menschen gegenüber dem Tier. Das Tier rennt hin und schnappt sich die Sache, die Socke beispielsweise. Der Mensch unterscheidet, weil er Unterscheidungen benutzen kann. Also, die Retention war in Erinnerung übergegangen. Von der Gegenwart war ohnehin nicht mehr sehr viel mehr übrig geblieben als Beton und Literalsinn. Und was konnte einer wie Ron schon gegen die Inaktualitätsmodifikationen des Gegebenen unternehmen, gegen die Depräsentierung und Verzeitlichung alles dessen, was da einmal in leibhaftiger Selbstgegebenheit sich vor ihm abspielte oder Berichten zufolge abgespielt haben mochte. In der Höhle war man, ob man es nun wollte oder nicht, auf Schattenspiele und das Hörensagen angewiesen. Wenn man denn hinhörte und die Augen aufmachte. Das war aber bald schon zu viel verlangt von jemandem wie Ron Emanuel, einem der weltweit führenden Vertreter kritischer Staubsaugertheorie, postdisziplinärer Sockenforschung und medialer Waschmaschinenanalyse, die allesamt auf eine Konzeption transzendentaler Totalphlegmatik hintendierten. Und zwar von sich aus. So lief die Forschung auch ohne größeres Zutun von Ron auf zumindest irgendein Ende zu und er konnte sich mit seinen zahlreichen Kollegen und Kolleginnen dem überlassen, was er unter anderem und anderen am besten konnte. Das Abschweifen und die Pataphysik. Also, ja, ich weiß jetzt auch eigentlich gar nicht, was ich hier soll oder was die jetzt von mir wollen, weil aber ja, ehrlich gesagt, zu tun habe ich eigentlich auch gerade gar nichts, weil so wie ich mir das am Anfang gedacht hatte, ist ja hier auch gar nichts gelaufen, aber so wie es halt ist, man hatte eine Vision, große Träume, der Film, das sollte ja eigentlich mal so eine, also wirklich eine Adaption von Joyce Ulysses werden und auch ins Mediale transferieren und diese Referenzen, die sich da aufbauen, in dieser Durcharbeitung, das war alles schon wirklich konzeptionell durchdacht, aber
irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn man dann keinen dazu bringt, der mal auch mal mitarbeitet oder was mitmacht und alle irgendwie immer nur extra wollen. Das ist ja ganz nett hier im Bahnhofsviertel in Frankfurt, aber eigentlich wäre ich schon lieber in Paris jetzt. Doch wie war es so weit gekommen? Was musste alles geschehen sein, dass Ron mit abnehmender Effizienz und zunehmender Planlosigkeit sich den mundanen Zumutungen entzog, mal in diesem, mal in jenem Hotelzimmer erwachte oder einfach schlafen verblieb, mal hier, mal dort auftauchte und alles in allem alles durchkreuzte, was auch nur den Anschein einer gerade gezogenen Linie erweckte? Wie sah es aus, das Leben, in das man genauso haltlos stürzte, wie man gegen eine Wand mit verbundenen Augen lief? Da waren Rons bester Freund Olli, der mit seinem besten Freund Ruben nach Frankreich durchgebrannt war. Da waren Carlos und Mario. Mit Mario, der ebenso wie Sebastian länger als vorgesehen in seinem philosophischen Doktoratsstudium hängen blieb, verband Ron allerinnigste Freundschaft, Respekt, Empathie, Verständnis und Begegnungen auf Augenhöhe. Carlos hatte sich nach Berlin abgesetzt und war in den Handel mit Teppichen eingestiegen. Ich sage, mein Verband juckt ein bisschen. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, vielleicht hat das was mit denen zu tun, die sich die ganze Zeit mit den Socken beschäftigen. Was hältst du denn von denen? Zweifelsohne hatte er dort neue, bessere Freunde gefunden. Ja, ich hab's mehr so mit Waschmaschinen. Weißt du? Ja, Socken schon. Aber an den Händen. Und man muss immer der Erste sein, der fragt, und woran arbeiten Sie gerade? Und dann, wenn man selber gefragt wird, muss man auf die Uhr schauen und sagen, naja, also eigentlich geht es bei mir um Socken und und ich nehme mir das kulturwissenschaftlich vor, im Rückblick auf Clifford Geertz. Und ich habe da eine ganz interessante Lektüre, ein bisschen einen anderen Spin, was ich mit Latour machen will, weil da geht es ja auch um Dinge, also ne, dreht sich Waschmaschine so. Und da muss man sagen, naja, ich habe eigentlich noch keine Zeit jetzt für Sie, weil ich muss dringend entweder mein Paper finalisieren oder in den ICE oder im Prinzip. Also geht's ja schon weiter, nicht? Die Kaffeepause dauert ja nicht ewig. Die Dinge waren also auch damals schon in Bewegung, bis das große Verschwinden sich ereignete und alles dem Vergessen anheimfiel. Um mit Mario in puncto Handel mit Textil, Web und Strickwaren gleichzuziehen, stieg Ron ebenfalls ins große Geschäft mit den Socken ein. Im Gegensatz zu Begegnungen allerdings, die in zahlreichen Schmachtfetzen von der Stange auf Brücken stattfanden, zog es Ron vor, seine Waren unter denselben in Umlauf zu bringen. Denn was umlief, brauchte kein Ziel zu haben, um infrastrukturell daran mitzuarbeiten, was sich im Scheinwerferlicht auf der jeweiligen Brücke abspielte. Ach Mann, ey. So tief verbunden und innigstlich die Freundschaft zwischen Mario und Ron auch war, kannte er Ron nur über Sebastian, der vornehmlich mit einem Franzosenleiberl bekleidet auf dem Sofa herumlag, sich um die Steigerung seiner digitalen Konnektivität kümmerte und, so ließ er nun zunehmend verlautbaren, bald seine Dissertation über Hans Blumenberg einreichen würde. Schaut alle nach gar nichts aus, hey. Da klingelt schon die ganze Zeit, hier ist ja scheiße. Hey. Ich habe jetzt Freizeit und muss nachher noch die Disk hochladen und das PDF fertig machen, aber jetzt soll ich wieder meine Ruhe haben. Auch Olli und Ron kannten sich nur über Sebastian, was gelegentlich zu dem Eindruck führen musste, dass alle sich voneinander nur vom Hörensagen oder zumindest übers Telefon kannten. Nennen Sie mir eine apokryphe Schrift von Bruno Latour.
Wir sind nie Flamingo gewesen. Ubo König oder Leberwurst? Man sieht nur mit den Socken gut. Also ich war da ja vorletzte Woche in Paris bei diesem Modekongress. Rommel Barthes und diese ganze Theorie-Clique war auch da. Und in diesem, wir hatten da so ein Panel, da ging es um Socken. Jetzt weiß ich nicht, ob da was vielleicht dabei war. Das sind im Prinzip, das sind diese Vorführobjekte gewesen. Die waren auch Teil von einer begehbaren Installation, die sich eben reflexiv auch also auf Fuß bezogen hat noch ein bisschen, weil der ja auch viel, also im letzten Band und also zum Beispiel wären blau. Jetzt nehme ich mein Handy mit. Na gut. Ja. Gehe ich noch eine Runde. Nicht nur Ron, sondern auch seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die er für das wohl unwahrscheinlichste Filmprojekt der Dekade gewinnen konnte, schien es also der Mühe wert, sodass die Unklarheiten bei der Konzeption und Umsetzung des unbestreitbar sinnlosesten Unterfangens, das sich je vor einer Kamera abspielen sollte, doch nur als Marginalien am Rand des Orkus der in Bewegung geratenen Dinge anzusehen waren. Und wer wollte sich schon mit Marginalien aufhalten, wo die Dynamik der Ereignisse schon längst unhaltbar geworden war? Einmal ganz von der weiteren Frage abgesehen, was das alles mit Ulysses oder Quell zu tun haben sollte. Wir reden über das Problem des Imaginären als eine quasi umschweifende Beziehung zur Welt. Das Imaginäre ist für Morin eine Operation, die entsteht aus diesem Doppelcharakter des Kinos, also in Bezug aufs Kino, nicht als solches, dadurch, dass der Film auf der einen Seite diese realistische Konstitution hat, den er mit der Fotografie teilt, und aber daraus sozusagen imaginäre Bilder macht. Warum es Ron immer wieder nach Paris verschlug, wusste niemand so genau. Und hätte es jemand wieder erwarten doch genau gewusst, was hätte die Weltöffentlichkeit davon denn gehabt? Natürlich hätte man gerne mehr über Léa Seydoux und den Mann an ihrer Seite erfahren. Aber darüber hinaus, intramental, war es ja schon längst zu spät, von Paris mehr als Klischees zu erwarten, ging es in Rons Kopf doch wildestmöglich drunter und drüber. Und extramental war Paris genau das Richtige und sicher mehr als eine Reise wert, gerade um in die phantasmatisch-mythische Tiefe der Klischees vorzudringen, die es als Stadt ausmachten. Wenn man sie denn zu Gesicht bekam und sie nicht bloß irgendwo angelesen hatte und dann als projektive Ansinnen der Stadt entgegenbrachte, von der sie wiederum nur wenig oder rein gar nichts wissen konnte. Ja, meine Lieben,
Ubus und Ubulinen. Hinter mir befindet sich das Gebäude, in dem ich promoviert wurde. Das Französische Institut für Pataphysik. Es gliedert sich in drei Sektionen: Waschmaschinen, Staubsauger und Sockenforschung. In den letzten drei Jahrzehnten wurden große institutsinterne Kämpfe ausgefochten zwischen den Anhängern Ubus, den beleidigten Leberwürsten und den Faustrollianern. Auch die Lehrstuhlbesetzungen wurden dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Die Zukunft des Instituts für Pataphysik hier, vor allem in Paris, verbleibt unklar. Und in letzter Zeit wurden auch Debatten darüber geführt, ob man vor allem die verliehenen Doktorgrade allen Absolventen und Absolventinnen wieder aberkennen soll. Sortieren, Socken eines Lebewesens ähneln sich normalerweise in ihrer Textur und Farbgebung. Je nach Lebenseinstellung des die Socken tragenden Subjekts, also müssen die verteilt, gemischt, sortiert zusammengelegt werden. Man darf natürlich auf keinen Fall ungleichartige Socken zusammentun, das wäre ein Kategorienfehler, wie der Fachphilosoph sagt, oder eine Metabasis es es allo genos. Das gilt es unbedingt zu vermeiden, um die Socken tatsächlich eindeutig in die richtige Ordnung, in die normative Ordnung zu bringen. Je mange des fruits tous les jours et je pense à la nature des arbres. Je représente un réalisme spéculatif et dirige une philosophie des plantes avec une grande passion. De cohérence conceptuelle discursive, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas de thèse. Et certainement pas d'argument. Nous aimons tous chanter le chant des arbres, des plantes. Et Gaïa. Mais seulement parce que Bruno le dit. Sinon, non. Abandonne, Giorgio. La vie est faite de béton, d'acier, d'une grande passion. Der Bündchen, daran können sich an sich gleichartige Socken. Socken sind ja praktisch Individuen. Kein Löwenzahn sieht so aus wie der andere, auch keine Socke sieht so aus wie die andere. Selbst gleich zusammengehörende Socken sehen nie genauso aus wie das andere Stück des Paars. Also hier ist höchste Konzentration und höchstes Differenzierungsvermögen verlangt. Ja, so war es. Kein Löwenzahn glich dem anderen. Jede Socke war ein singulare Tantum, selbst wenn ihre Allokations- und Distributionsweise sowie ihr gemeinen praktizierter Anwendungsvollzug meistens auf Bipedie beruhten. Doch was hieß das schon, Bipedie? Wer genau hinschaute, sah in jedem Socken unverwechselbares Aufscheinen, kein Strickmuster ging ein zweites Mal von der Nadel. Ron und Julio, Rons neuer bester Freund nach dem kommentarlosen Verschwinden von Olli, hatten sich nach einer kurzen Phase reibungsfrei koordinierter Wir-Intentionalität restlos zerstritten, gingen von nun an getrennte Wege. Aus ihrem gemeinsam geplanten Filmprojekt mit dem Arbeitstitel Total Destruction, für das bereits informelle Zusagen von Bobby und Angele, dem wohl schönsten Mann der westlichen Hemisphäre, vorlagen, wurde so nichts. Oder besser gesagt, es kam etwas gänzlich anderes dabei heraus. Wendesocken eben. So musste das wohl sein, wenn sich zwei wie Ron und Julio in nichts, aber auch gar nichts einig wurden, ob Produktion, Cast, Story, Set, Schnitt oder Vermarktung. Allerdings war Julio keiner, der darum bemüht war, sein Offscreen-Image unter Verschluss zu halten, sodass er gerne hin und wieder das Scheitern des Projekts und damit auch seiner, ja unser aller Träume, kommentierte. Ja, und ich habe dann auch gehört, also beziehungsweise in der Zeit gelesen, dass es auch ein Problem gab mit dem Sponsoring.
Ja, das ja sowieso. Also ich meine, versuchen Sie mal irgendwem anspruchsvolles Kino zu verkaufen. Also Sie hatten dann auch irgendwie diesen Konflikt selber auszutragen zwischen Kommerz und Kunst, Unterhaltung und Hochkultur. Ja, ich meine, eigentlich sehe ich ja da selber gar keinen Konflikt. Ich verstehe immer nicht, warum. Ich meine, alleine kann ich es halt auch nicht stemmen. Und wenn ich da noch 10-mal nachgefragt hätte, wäre da auch nichts gekommen. Und jetzt ist es halt so, wie es ist. Mhm. Damit muss man dann halt leben. Also es ist so diese ontovisuelle Kraft, dass MacGuffins. Also ich bin davon auch total betroffen. Also Sie wollen gar nicht wissen, was hier los war vorhin. Also bevor wir mit der Aufnahme hier begonnen haben am Set, also jetzt mein hier im Bett, Schnepp der Bär, holla die Waldfee. Wollen Sie gar nicht wissen. Also was, einen Kran hatten wir dann da drin und dann haben wir die eine Szene, irgendwie haben wir 17 Takes gemacht, weil ich praktisch nie verstanden habe, worum es ging, aber also darum ging es ja, aber das war gar nicht so einfach, das dann in Szene zu setzen. Also. De qué se trata? Nadie lo sabe. De qué se trata? Aspiradoras, lavadoras, calcetines. Calcetines, calcetines. Na, meine lieben Freunde und Freundinnen, willkommen im wohl kleinsten Lift von Paris. Ich als Agoraphobikerin fühle mich hier pudelwohl. Ich habe die letzten 2 Wochen hier verbracht und sehe eigentlich auch nicht ein, warum ich aus diesem Lift, der mich nach oben und nach unten bringt, also überall hin, wo man als Dantinianer will, überhaupt raus soll. Nee, danke. Nee, um Gottes Willen, nee, da gehe ich nicht raus. Nee, um Gottes Willen, okay, wenn wir da hinten. Was Ron während seiner extensiven wie exzessiven Aufenthalte in Paris so tat, galt als das epistemische Anti-Objekt schlechthin. Davon konnte nichts gewusst werden. Und wenn doch, konnte es nicht gesagt werden. Irgendetwas, so insinuierte ein moderater Konventionalismus, würde er dort schon getrieben haben. Und für die pataphysische Gemeinde war dies nie eine Frage, deren Antwort in Zweifel stand oder lag. Meine sehr geehrten Solipsisten und Solipsistinnen, ich begrüße Sie recht herzlich zu dem Film, um den es nicht geht, denn sonst hätte es ja mit der Abschweifung gar keinen Sinn. Nicht? Also Digression ist ja eben die vollkommene Zentrifugale. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass ich hier in Weimar bin, in der Kramerstraße, die neben dem Kohlmarkt, dem Graben und der Kärntnerstraße zu den bedeutendsten Flaniermeilen der westlichen Hemisphäre zählt. Filmdenken. Film. Ja. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, jetzt glaube ich wieder Zeit für Paris. Kino. Digression. Ja, besser als Depression. Meistens, ja fast ausschließlich, ging Ron mit Insistenz der Bedeutung von Kants dritter Antinomie für den freiheitstheoretischen Kern der philosophischen Moderne nach oder setzte sich mit nicht reinen synthetischen Urteilen a priori auseinander. Und wenn er sich dem gerade einmal nicht widmete, so tat er eben etwas anderes. Thank you.
Zimmer. So einfach war das und klarer konnte man es gar nicht mehr sagen, was in Rons Leben ebenso los war. Also gegenwärtig arbeite ich an einem neuen ABC-Antrag über FCKW Hegel, MFG Schelling und ICE Fichte, denn Kant und die Philosophie des deutschen Idealismus oder das klassische deutsche Philosophie spielen hier in Deutschland immer noch eine große Rolle. Ich glaube, ich bin auch ernst zu nehmen. Ich trage auch Sakko, das ein bisschen von der Tatsache ablenken soll, dass ich mich hier in einer Badewanne befinde. So ein bisschen wie ein Gerät, mit dem man eben Löwen in den schottischen Highlands fangen kann. Darüber hinaus ist mir eine große Ehre, die MacGuffin-Forscherin Christiane V. Willkommen heißen zu dürfen. Sie forscht und lebt das MacGuffin. L'argent est l'émotion. Et surtout, je voudrais souligner cela très clairement, l'objectivité. L'amour et la passion sont partis. Personne. Von der Singularität zur Duplizität war es nur ein kleiner Schritt. Die Berliner Waschmaschinenopposition gegen die Vertreter und Vertreterinnen einer Singularität des Sockens würden noch so manches zu erklären haben. Meine lieben Paterphysiker und Paterphysikerinnen, ich stehe mit Carlos Esteves de la Corazón Valle Brigado Huntermann in der Wilhelmsaue in Berlin und betrachte mit ihm die Lasagne des Jahrhunderts. Lasagne die zweite. Es handelt sich um die zweite Lasagne, die zweite nicht-vegetarische Lasagne. Ich habe extra darauf hingewiesen. Es gibt zwei Lasagnen, aber die zweite ist kleiner, aber ebenso nicht-vegetarisch wie die erste. Zwei, das bringt mich zu meinem Lieblingsthema. Der Socke für den Arm, die einzig wahre Socke, lassen Sie sich nicht davon täuschen, dass ich unter diesen Schuhen auch ebenfalls Fußsocken trage. In Wirklichkeit ist die Socke für die Hand geschaffen, nicht nur praktisch um Backwaren oder Aufläufe aus dem Ofen oder hinein zu transferieren, sondern auch einfach als Alltagsbekleidung. Als ob es nicht völlig kontraintuitiv wäre, Socken an den Händen zu tragen. Das war wohl der bisher einzig vernünftige Satz in diesem Film. Sprach das nun aber für eine manipulative Wende in der Sockenforschung oder dagegen? Konnte man wirklich so schnell ins Zeitalter der Postbipedie gelangt sein? Gab es denn nicht auch seit der Antike bekannte Einfüßer wie den Flamingo, die Flamingen? Hüpfte man mit einem Bein nicht besser voran, vor allem dann, wenn bei bipedaler Progression immer die Gefahr bestand, über die eigenen Beine zu stolpern? Ein Flamingo konnte hierüber nur milde lächeln. Was hatte der aber wiederum mit Socken zu tun? Drohte es, genau an jenem Punkt nicht einfach langsam albern zu werden? Nö. Obwohl, nö. War es wiederum nur eine Sache einer von den Füßen auf die Hände gestellten Artistik der verkehrten Welt, die einen dazu brachte, von Socken für Finger statt für Zehen zu sprechen? Und lautete die Stelle bei Marx nicht irgendwie anders? Kopflos, aber auf Händen gehend. So war es, wenn man keine gute Theorie hatte und keine These vorweisen konnte. Carlos war das augenscheinlich alles egal, zu Recht. Er war ja in diesem, Berlin. Und solche Fragen stellte man sich dort sicher nicht. Ich sag mal kurz, wie Morin das beschreibt. Tatsächlich geht alles in uns ein, erhält sich, wird vorhergesehen, hängt zusammen durch die Übersetzung von Bildern, die mehr oder weniger von fantastischen Vorstellungen aufgeblasen sind. Dieser Komplex des Imaginären, der die Partizipation zugleich sichert und trübt, bildet eine Art plazentäre Absonderung, die uns einhüllt und uns nähert. Selbst im Wachzustand und außerhalb des Schauspiels geht der Mensch einsam dahin, von einer Bilderwolke seinen Fantasien umgeben. Und nicht einmal nur diese Wachträume, auch seine Liebesregungen,
die aus Fleisch und Tränen gemacht glaubt, sind belebte Postkarten, delirierende Vorstellungen. Die Bilder schieben sich zwischen seine Perzeption und ihn selbst, sie lassen ihn sehen, was er zu sehen glaubt. Die Substanz des Imaginären verschmilzt mit unserem Seelenleben, mit unserer emotionalen Wirklichkeit. Manche behaupteten ja, dass Paris kein Ende habe. Das konnte freilich nicht einleuchten. Schließlich musste man ja nur einen Zug von Paris über Frankfurt am Main nach Offenbach nehmen und es wurde schnell klar, dass es damit ein Ende haben konnte. Schneller als einem lieb war womöglich, aber vorbei war vorbei. So konnte es Hemingway wohl nur metaphorisch gemeint haben. Doch in Zeiten des tautologischen Realismus sollte man es sich buchstäblich zweimal überlegen, ob man auf das Pferd des metaphorischen Sprechens setzen wollte. Zum einen war für mehr als zwei Gedanken sowieso keine Zeit in der von Termingeschäften geprägten Gegenwart. Zum anderen wollte ja keiner oder keine ernsthaft daran gehen, den Pferden, auf die man gesetzt hatte, auch noch nachzurennen, wenn sie erst einmal ausgebüxt waren. Naja, ich schenke mal lieber gleich eine zweite Tasse ein. Man weiß ja nie, ob doch noch jemand vorbeikommt zu Kaffee und Kuchen. Das wäre ja eigentlich das, was am Sonntag sonst passiert. Normalerweise. Aber Nonkonformistinnen wie ich, das ist bei denen schon der Regelfall. Ja, der Regelfall ist ja dann eher am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag eben auch niemand vorbeikommt. Mit der Milch warte ich noch, ich weiß ja nicht, ob mein Gast davon... Also für Morin ist das sehr wichtig zu sagen, dass der Film die optischen Illusionen, die er hervorruft, eben als wirklich glaubt. Das heißt, der Film setzt eine Ebene ein, in der Wirklichkeit und Imagination und Phantasmen sich so überkreuzen, dass der Mensch, wie er sagt, als halbimaginäres Wesen im Film den Film wie eine Denkmaschine handhabt. Das heißt, im Film werden wir in einer projektiven Weise dazu gebracht, das, was ein anderer gemacht hat, für unsere eigene Projektion zu halten. Die in vollen Lauf geratene Metaphorizität war dann ähnlich unaufhaltbar und diskursiv-propositional unhaltbar wie die in Bewegung geratenen Dinge. Paris eben. Nichts anderes darf einem in den Sinn kommen, wenn es um die Konzentration auf die fügliche Ordnung von Socken kommt. Nun ist die Socke ja auch ein wichtiges Bekleidungsstück, wenn der Mensch sich bewegen möchte und bei normalen Temperaturen. Der Strand ist ja nichts, wo Philosophen sich wohlfühlen. Schon bei Platon denkt Sokrates mit seinen Gesprächspartnern immer, fast immer innerhalb der Mauern der Stadt. Es muss der Lärm der Stadt da sein, es muss scheinbar Ablenkung da sein, damit man sich auf das Denken konzentrieren kann. Nur in seinem Dialog Phaedrus tritt Sokrates mit Phaedrus kurz aus der Stadt hinaus und sie versammelt sich an der Wache oder geht zu den Lieblings. Die Pataphysik war geradezu sein Leben, bestimmte sein Denken, Fühlen und Handeln. Im Grunde konnte nicht genau unterschieden werden, ob es sich bei Ron um einen Linkspataphysiker oder einen Neopataphysiker handelte.
Zahlreiche Diskussionen, Verlautbarungen, Pressemitteilungen und Wortmeldungen in diversen Zeitschriften und Comicheftchen brachten hierzu keine weitere Klärung. Im Gegenteil, es bestand nicht einmal ansatzweise Einigkeit darüber, was denn die Linkspataphysiker von den Neopataphysikern unterscheide, geschweige denn von der klassischen Pataphysik. Darüber hinaus war jener berüchtigte Aufsatz von Gilles Deleuze aus Kritik und Klinik auch nicht dazu angetan, Licht ins Dunkel der Zugehörigkeitsverwirrungen Rons zu bringen. Ron hingegen verstand sich, wie er sich einmal verplapperte, denn auch als nachmetaphysischen Pataphysiker, was für die in Frage stehende Unterscheidung zwischen Linkspataphysiker und Neopataphysiker kaum etwas verschlug. Also man kommt zur Pataphysik eigentlich deswegen, weil man sagt, man lebt in der nachmetaphysischen Zeit und Metaphysik geht nicht mehr. Das ist nämlich Adorno, wissen Sie, eine gewisse Scham, unvermittelt und direkt über Metaphysisches zu sprechen. Und wenn man es aber dann trotzdem gerne täte und eben die nachmetaphysische Bedingung eben als verbindlich erachtet wird, dann kann man eigentlich nur noch eben, also Sie verstehen, also, so kommt man dann zur Pataphysik. Das ist dann eigentlich gar nicht so wirklich eine Blödelei oder ein eitler Zeitvertreib, sondern das ist einfach so, there is no other way. Ja, ich hätte gerne eine Fernverbindung nach Rom. Ja, Nee, das ist wichtig. Die warten schon auf mich. Ja. Ja, da kann man jetzt nicht. Also, Ja, schade. Ja. Ich habe übrigens eine Krawatte im Schrank gefunden. Die hat vielleicht jemand vergessen dort. Soll ich die runterbringen oder soll ich sie irgendwie abschneiden? Oder vielleicht mir irgendwie überlegen, wie ich die selber tragen könnte. Also im Sinne eines queeren Crossdressings oder so. Ja, der Ventilator im Hotelzimmer funktioniert nicht. Nee, der steht. Weil sonst würde er sicher drehen, dann würden sie mich ja gar nicht verstehen. Nein, aber die Klodeckel sind ganz in Ordnung. Bisher die besten, die ich in einem Hotel geprüft und besessen habe. Naturpataphysik war gänzlich aus dem Lehrgebäude des Ubulinums gestrichen worden. Die Zahl derer, die seit den späten 70er Jahren in Anlehnung an Michel Foucault von einer Mikropataphysik der Macht sprachen, hingegen mehrte sich. Und was sollte man nun mit diesen ganzen binnenpataphysischen Begriffs- und Lagerdifferenzierungen anfangen? Aber das war ja eine der verbotenen Fragen, die, wenn gestellt, das Kartenhaus ungedeckter Spekulationen im Reich des reinen Begriffs zum Zusammenbruch führen konnte. Bruckner. Scheiße, da ist ja keine Krawatte drin. Und gar keine gepunktete. Wie soll ich denn da diese Ackermann-Persiflage durchziehen? Fix. Oh, du siehst halt den Kölner Hauptbahnhof. Überhaupt nicht von hier aus und auch nicht in Frankfurter, das wäre ja auch okay gewesen. Mann, ey, die haben alles verbockt, alles. Hey, wie soll ich das Ganze nachstellen? Keine Krawatte, man, dieses scheiß billige kleine Hotelzimmer und kein Blick auf den Bahnhof. Und die Minibar ist irgendwie auch eher so ein Witz, hey. Boah, ja, nachmittags reden wir mit dem Olli im Clustergebäude. Ja, und dann, morgen muss ich liefern. Boah, scheiße, ey, das gibt echt so eine krasse Vertragsstrafe. Und dieser Tisch hier, das ist so oft auf dem Schuh. Thank you.
Ron arbeitete denn auch darauf hin, Paris als neues Leit- und Hintergrund-MacGuffin zu installieren, das es fertig brachte, buchstäblich nichts zu bedeuten, aber in aller Munde zu sein. Selbstverständlich galt es als oberste Priorität, sich mit der Philosophie Hegels auseinanderzusetzen. Die Opern Rossinis liefen ständig im Hintergrund und vor allem der Baron von Sevilla galt als Meisterstück des dialektischen Negativismus. Auch kannte Ron alle Bücher von Michael Teunissen in- und auswendig. Das Pindarbuch hatte er sogar dreimal gelesen, allerdings nur jedes dritte Wort auf jeder zweiten Seite beim ersten Durchgang und jedes achte Wort eines jeden zweiten Absatzes beim zweiten Durchgang und beim dritten Durchgang das, was er beim ersten und zweiten ausgelassen hatte, sodass sich nicht nur nach und nach ein komplettes Bild dessen, was in diesem Buch stand, ergab, sondern auch seine Rezension auf eigener Lektüreerfahrung fußen durfte, dabei allerdings zwischen kabbalistischer Zahlenmystik und blanker Aleatorik schwankte. Von einer Veröffentlichung seiner Überlegungen zu Teunissens Pindarbuch ist nie etwas bekannt geworden. Also das Thema Socken, da habe ich von A bis Z alles durcherlebt und meine in Monaco, was wir nur gesehen haben, von bis von Enkel bis da und gestreift und nicht gestreift und jetzt bin ich eher ein Sockenminimalist geworden, aber so minimalistisch kann das nie gehen, weil man braucht ja dann... Mein Leben ist interessant und ich habe viele stilische Operationsmodus, an denen sich ein Ding und oder Objekt basierte ästhetische Einfühlung anschaulich machen lässt, ist der sogenannte MacGuffin. Der ist ein von Alfred Hitchcock erfundenes filmtechnisches Mittel zur Erzeugung von Spannung, Suspense. MacGuffin sind ihm zufolge eben meist ganz konkrete Dinge, deshalb dingbezogene Ästhetik, also Koffer, Taschen, andere Behälter oder Gegenstände, die Funktion übernehmen, alle Handlungsträger und Bewegungen und alle Handlungsstränge Bewegungen innerhalb eines diegetischen Universums anzutreiben. Und zwar so anzutreiben, dass es auch für die Zuschauer mitreißend eben spannend ist. Das ist die Zeit- und Affekt-generierende Funktion der MacGuffin, wie ich das nennen möchte. Was folgte auf die Singularität und die Duplizität? Richtig, die Trinität und die sozialphilosophischen Folgen. Und spätestens ab dann wurde die Reihe der natürlichen Zahlen unabsehbar lange. Was sollte danach kommen? Die Quadratur des Kreises oder gar ein Quintett der Sphären? Jedenfalls diskutierte Ron mit seiner seltsamerweise recht gut auf dem Laufenden sich befindenden Nichte Chantal Fragen dieser Art mit gelehrter Leidenschaft, wie auch sonst alles, was Ron veranstaltete und verursachte, reinste, allerreinste Expression war. Danke, Ron. Wofür stehen jetzt diese drei Bottiche? Das habe ich dir jetzt ja auch schon ein paar Mal erklärt, weil es wichtig ist, also für die deutsche Philosophie und Sozialtheorie und Rechtstheorie der seit den 80ern, also es ist schon sehr bedeutsam, das sind die drei Anerkennungssphären, also dafür stehen diese Bottiche. Da haben wir dann die erste, das ist eben so Liebe, das ist so, weißt du, Familie und da stärkt man sich und wird halt als selbst im Prinzip
würde ich jetzt mal sagen, anerkannt. Das ist das Wort Gebrauch jetzt ich so. Also da geht es so um Anerkennung, also in der Familie. Das ist dann das Zweite. Das geht so über die Familie hinaus. Das ist so in Solidarität in der Gesellschaft, in Kollektiven, in so Gruppen und so. Da geht es aber auch als um Anerkennung, also so im Prinzip Werte oder sowas. Ja? Die dritte, das sind dann eben so Moral aber, und... Warte mal. Ja? Gibt es nicht mittlerweile schon 5 Anerkennungssphären? Also ich meine jetzt nicht schon seit jetzt, sondern schon sehr lange her? Also eigentlich kann man so einen Socken kann man eine Woche tragen, oder Schatzi, was denkst du? Eine Woche? Wenn es denn stimmte, dass die Erinnerung endlos weit zurückreichte und sich in den Stollengängen aber hunderte Kilometer unter dem Tageslicht verlor, so wunderte es nicht, dass immer wieder Ältere im Unvordenklichen angesiedelte Schichten dessen, was da einmal Gegenwart war, für einen kurzen Augenblick die imaginäre Bühne wieder betraten. Und so hatte auch die Trinität aus Mario, Carlos und Ron eine momentane, unerwartete Reprise, ja eine Memoire involontaire, die sich dem Walten der Einbildungskraft verdankte. Wessen Einbildungskraft es war, war hierfür irrelevant, solange es nur etwas vorzustellen gab, was mehr und anderes war als das, was sich sowieso jeder denken konnte. Und es ist auch viel darüber berichtet worden, dass es Streit zwischen den zwei Protagonistinnen gab. Also, dass vor allem die Joyce-Adaption so ein bisschen auch umstritten war unter denen. Also, wer da mehr Redezeit haben soll und so. Ich meine, diese Kleinigkeiten, diese Nichtigkeiten, an denen sowas dann, das wird auch hochstilisiert in den Medien und das war jetzt kein Grund für mich, da jetzt hier die ganze Produktion so aufzuschieben, aber es ist, wie es ist, oder? Und ich meine, aber ich würde das jetzt nicht hier so in den Vordergrund rücken, dass es da deswegen diese Probleme gab. Ich meine, 3, 5, das ist doch eher alles immer so willkürlich, weil 3 ist immer ein Hegel. Und blau ist für den wunderschönen Himmel über Belgrad. Und was sagst du zu diesem Handtuch so? Ja, passt schon. Na, ich will, dass ich auch so ein bisschen als sportlicher Saunatyp rüberkomme. Weil ich das in Verbindung mit diesen Bottichen. Also der Mensch bewegt sich normalerweise gestrumpft in der Welt und hier sich überhaupt bewegen zu können. Philosophie ist ja eine einzige Bewegung des Denkens, die eigentlich nie zu einem Ende kommen darf. Insofern ist das Gehen, das wussten auch schon die Griechen, in der Peripatie, nur im Gehen kann der Denkende oder die Denkende, die bei den Griechen noch nicht so prominent war, aber soll es ja auch geben, nur in der das Denken muss sich immer in der Bewegung befinden. Und da ist nun die Frage, auf welchem Weg man denkt. Die Peripatie ist ja schon ein Weg, bei dem es nicht geradeaus geht, sondern man geht immer im Kreis herum, man wandelt, man wiederholt seine Wege, und die eigentliche Königsdisziplin
des gehenden Denkens oder denkenden Gehens ist, sich nicht geradeaus zu bewegen. Also im Prinzip eine Paterphysik der Freiheit. Wir müssen das auf jeden Fall ernst nehmen, weißt du? Sie sind halt klein zum Beispiel. Und die hier hat, also die hat eben Ronald Barthes selber noch gestrickt und signiert. Also vielleicht wäre das was, was man irgendwie... Also ich würde das schon jetzt... Also theoretisch, ja, ich verstehe, dann hätte ich noch... Die Socken laufen aus. Ach je, das ist ja, das ist nicht gut. Also ich hätte dann nur noch im Prinzip einen Tagungsbericht da drin, aber der ist ja nicht so gut. Ich habe einen Abschluss gemacht. Das Extrem der Liebe lässt überspringen. Das Merkmal, die Stehstoff. Man musste sich die Freundschaft zwischen Mario und Ron denn auch so vorstellen, dass sich das Angegangensein beider voneinander zum ständigen, sich ereignenden Entzug aufgipfelte, bei dem der eine nie da war, wo der andere vermeintlich war oder zumindest nicht vorhatte, die Haustüre aufzumachen, jedenfalls dann, wenn dies in irgendeiner Weise von Sebastian abhing, der so etwas wie die einzig glaubwürdige Verbindung Marios zu Ron darstellte, von der weder Olli, Carlos noch Ruben je etwas gehört hatten, was wiederum daran lag, dass die Irrelevanz dieser ständig sich in Bewegung befindenden Umbesetzung von geradezu Blumenbergschem Ausmaß jedem sofort einleuchtete, der zufällig davon mitbekam. Mario kommt auch nicht, hat gesagt, er meldet sich, wenn er kommt. Wenn er in die 62er einsteigt. Ja, Freunde, tolle Freunde. John of Grindr. Es mochte auch sein, dass Sebastian einfach ein Ungustel war und Mario vielleicht auch nicht mit ganz so viel Innigkeit auf Sebastian blickte, wie Ron das gerne immer behauptete, wenn er auf Partys gebeten wurde, einen Existenznachweis seines Soziallebens zu führen. Es klingt nie irgendein Schwanz bei mir und jetzt auf einmal ist Terror, oder? Zwei Stunden geht der jetzt schon ab. Naja. Eigentlich wie bei Borges oder Gombrowicz. Man muss sein Schicksal auf sich nehmen. Paris. Ron hatte sich ganz offensichtlich in dieser Stadt, die schon längst zur Katachese verkommen war, verloren und traf überall, wo er herumsaß und herumlief, auf Inzitamente des abgegoltenen Imaginären. Vom semantischen Überschuss jener Straßen, Gassen und Wege blieb nur der ernüchterte Blick auf den Boden, den die Füße unter sich hatten. Beton war und blieb nun einmal Beton, egal was andere außer Beton noch darin sahen. Doch war es schwer, nicht in die Projektionsfalle vor Ort zu tappen. Was mochte Marcel damals nur durch den Kopf gegangen sein, als er auf aberhunderten Seiten die Suche nach Albertine beschrieb? Und Breton, Hélène, Nadja und die Flohmärkte, das musste doch schließlich etwas bedeuten. Nun ja. Wir sind nie Flamingo gewesen.
Paris. Das Herz der Stadt hatte seine metaphorische Qualität schon längst verloren und es war nur noch die Stadt der händchenhaltenden Herzchen übergeblieben. Auch dies hatte wohl oder übel etwas zu bedeuten, aber nicht für Ron. Und dem Herumhängen auf irgendwelchen Brücken samt des Umstandes, dass die Brücke bereits eine Metapher für die Metapher war, traute Ron genauso wenig wie dem Literalsinn. Herz, was sollte das schon bedeuten? Vor allem dann, wenn man in Offenbach als Chiffre für alles, was sich außerhalb von Paris in jeder Hinsicht abspielen mochte oder noch konnte und auf irreversible Ernüchterung aller Sehnsüchte und Wünsche zusteuerte, sein Dasein zu fristen hatte. So gesehen mochte Paris zwar nie enden, doch war, ob man wollte oder nicht, Offenbach überall, sogar in Wien, in Rons Wohnung. Das kümmerte diesen wiederum herzlich wenig, weil er doch meistens ohnehin woanders, wenigstens der Prätension nach, je nachdem, wohin es ihn eben verschlug. Freilich, meine lieben Solipsisten und Solipsistinnen, meine hochverehrten Lautsprecher und Lautsprecherinnen, auch Kant war ein bedeutender Paterphysiker, vor allem was sein Opus Opossum betrifft. The Anthropocene demands it. You shall not ignore the Anthropocene. The Anthropocene wants you. The Anthropocene demands it. Ja, hey Olli, ich bin's, Ron. Du, wir können uns schon früher im Clustergebäude treffen. Ja, nee, ich hab den Dreh jetzt im Zimmer abgebrochen. Ich werde den Vertrag mit den Leuten auflösen. Die ganze Idee, weißt du, so eine Ackermann-Persiflage zu machen im Hotelzimmer und dann irgendwie im Zug rumzufahren und irgendwie die ganze Zeit nur zu reden und so, das ist einfach. Das war von Anfang an für die Tonne, du, das hätte ich dir gleich sagen können, aber die haben mich da so manipulativ reingeritten, mit so einem Pferd auch, und dann haben sie mich so gelockt und waren wir mal Mittagessen und die haben halt bezahlt, weißt du, ich habe einen Palatschinken bekommen und dann noch heiße Liebe, also so Vanilleeis mit Himbeeren und so eine Soße und so, und dann, und dann abends waren wir im Kino und haben uns so einen Blockbuster angeschaut, Thor. Also Thor, nicht mit Chris Hemsworth, sondern Thor von Chantal Ackermann eben, so ein Frühwerk. Ja, da hatten sie mich dann, weil das war weniger dialoglastig, das war eher so, also ich glaube mit Badiou würde man sagen, so ein Wechsel zwischen Mathematik und Ereignis. Ja, ich habe sofort meinen Taschenrechner rausgeholt und habe das dann eben hochgerechnet und dachte mir eigentlich, dass das mit dem minimalen Aktionismus durchaus durchzuführen wäre, aber ja, pass auf, dann sehen wir uns einfach um 12 schon, okay? Ja, okay, ich erklär's dir dann nochmal genau, Olli. Ja, ciao, tschüss, ich dich auch, ciao, du Arsch, ciao. So ein Schwätzer, Olli. Lieber als Illusionen der Tiefe hatte Ron Allusionen auf alles Mögliche. Was den Vollzug ohne Pointe anging, hing er einer Flat Ontology an, wie er auch als renommierter Vertreter einer sogenannten resignativen Ontologie auftrat. Mich gibt's halt. Olli, der Schwitzer, ey. Hey Olli, na, was geht? Wo ich bin? Ja, Macondo. Ja, ich habe da diesen Anschlussflug verpasst und muss jetzt da 2 Tage bleiben. Und genau dort in diesem Kippmoment, also wo man dann am Rand der Grube stehend im Prinzip nach vorne kippt, das Übergewicht eben bekommt und also nicht mehr nach hinten gezogen wird, sondern diesem Sog der pataphysischen Manifestation inmitten der Clarté
der Ratio nachgibt und erliegt. Und genau da setzt eben unser Qualitätsmanagement ein. Am Ende, so schwante es Ron, stieg man immer zu früh aus, das heißt in Offenbach. Bitte warten. Ihr Anruf ist uns wichtig. Bitte warten. Wir nehmen Sie ernst. Bald sind Sie dran. Bitte Beckett. Wollen Sie nicht doch zur Anthropozän wechseln? Dann geht es bestimmt schneller. Bitte warten. Sie sind uns wichtig. Bitte warten. Ihr Anruf ist uns in Wahrheit scheißegal. Bitte warten. Hallo und herzlich willkommen in der Warteschleife Ihrer vollkommen bedeutungslosen, irrelevanten Existenz. Frankfurt war so gesehen das Paris Hessens. Ihr Anruf ist uns wichtig. Bitte warten. Diese Zeit von bewegungsantreibende Funktion und Kraft übernehmen Lenker 15 fiktionalen narrativen Universen, wobei sie sich fast immer am Ende einer Geschichte als bedeutungslos, als semantisch schwer und als Schienenblöffs herausstellen. Auch dieser Aspekt der eigenen Bedeutungslosigkeit ist ein wichtiges Charakteristikum der McGuffins-Ästhetiken, das Hitchcock auch betont. Ästhetik und Funktionsweise von McGuffins generell interessieren hier deshalb, weil sie zu figurenzentrierten und intentionalistischen Lesarten filmischer Anordnungen Alternativen eröffnen, wie sie auch über den Bereich des Filmmediums hinaus für andere ästhetische Felder interessant sein können. Mein Leben kommt mir immer mehr romanesk vor. Jetzt nicht unbedingt romantisch, aber ähnlich unwahrscheinlich. Ja, also nach dem Regen geht es ja auch weiter, nicht? Kommt wieder Sonnenschein. Wo ich das her hab? Prost! Naja, fand ich auch ziemlich tiefsinnig, weil da schreibt sich ja einer praktisch seinen Roman im Roman, durch den Roman, während er rumläuft. Nee, aber das wäre mir zu blöd, so einer Tussi, dieser Albertine da irgendwie nachzusteigen, habe ich besser was zu tun, Mehlspeisen und so. Telefontermin mit Olli. Ich habe dann schon Zeit für dich irgendwann. Vielleicht kannst du dich hereinsetzen und also mir dabei zuschauen oder mein, also vielleicht später, aber ich lasse dann die Tür auf und Anthropos. Seit er kurz vor seiner Diss ist, so abgehoben, so arrogant. Das ist echt. Also, naja, also. Scheißtür.
Wieso eigentlich? Was ist das Konzept von Türen? Ja, ich meine, das ist halt nicht. Ich denke, alles jetzt funktioniert halt nicht. Geht so halt nicht. Ja, kein Druck, ne? Ja, ich erstelle gerade das PDF und das lade ich dann hoch. Ja, weil die Formulare und die Anträge haben wir ja schon fertig. Ach ja, bei mir geht auch halt überhaupt gerade gar nichts weiter, aber dass der so abgehoben ist, weil er jetzt kurz davor ist, seine Diss abzuschließen. Ja, aber irgendwie ist echt sowieso mit ihm. Ich glaube, das war echt das letzte Mal, dass ich mich mit ihm treffe. Jetzt hat er mich da 4 Stunden lang versetzt. So arrogant der Arsch. Echt. Ich habe auch noch einen Anschlusstermin. Es ist nicht so, dass ich jetzt nichts zu tun habe. Und dieses permanente Überschreiten von Wirklichkeit, der Partizipation an dieser Wirklichkeit über diese hergestellten Bilder, die im Grunde tatsächlich so eine mediale Funktion haben, weil sie permanent an diesen Grenzen zwischen Phantasma und Wirklichkeit entlang operieren und damit uns auf der einen Seite an die Wirklichkeit, aber eben auch an das binden, was hier eben als die Surrealität, die Überwirklichkeit verstanden wird. Und die Überwirklichkeit setzt sich eben zusammen aus diesen Bewegungen in diesen optischen Illusionen, die eine wirkliche Welt als Referenzobjekt ja noch haben, in eine permanente Welt des Phantasmas zu versetzen. Das ist eigentlich diese Theorie der Umschweifigkeit des Films als einer Aktivität des Imaginären. Blumberg. Ja, Olli, ja, ich auch, aber was ist denn jetzt? Ich habe doch gerade gesagt, ja, nee, weil jetzt kommt eigentlich auch Mario, weißt du, das ist schon ein echt enger Freund von mir, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen und wir haben jetzt eigentlich was, ich weiß jetzt gar nicht, ob er, der wollte eigentlich kommen und weiß ja nicht, seit 4 Stunden warte ich auf ihn und er kommt einfach nicht und ja, und ich hätte ihn jetzt echt mal gerne wieder gesprochen, weil das ist schon wichtig, weißt du, auch emotional. Nee, ich werde fertig mit dem, habe ich schon gesagt. Ja, und was wollt, warum hast du denn gehalten? Wegen dem Kongress in Berlin. Ja, das ist, du bist. Ich werde Invited Speaker und Keynote. Ja, jetzt erzähl mehr. Nee. Nee, das ist mit Mario, sag ich nicht so gut. Was ist jetzt? Nee, also. Bring them.
noch versucht, die Flocken, die fallen, zu zählen. Eben, und dann bin ich bis 5 gekommen. Vielleicht waren es 7, aber dann habe ich in der Presse gelesen, dass Experten davon ausgehen, dass es mindestens 12 sind. Und irgendwie ist ja bei Husserl schon nicht ganz klar, ab wann das so losgeht mit den unbestimmt vielen Zahlen. Also 1, 2 viele, 1, 2, 3 viele, 1 viele. Und irgendwann wird es dann unanschaulich. Man sieht halt irgendwas. Es bleibt auch so, wenn man es scharf stellt. Ja, mir ist gut, alles gut. Wenn ich groß bin, möchte ich mal Enologe werden. Neben dem Herumliegen und Herumlaufen war der Vollzugssinn der materiellen Operativität Ron Emanuels weiterhin durch Herumstehen und Herumsitzen bestimmt. Freilich war es nicht immer einfach, sein weites, bisweilen bis zur Handlungsenthaltung reichendes Tätigkeitsfeld zu begreifen, welches sich, manche hatten es bereits früher als andere bemerkt, auf den Bereich zwischen diversen Querlagen auf Betten und dem indefinite Ausmaße des sehnsüchtigen, schmachtens annehmenden, gleichwohl unverrückbaren Aufgestelltseins vor diversen Fenstern erstreckte. Dieser Zwischenbereich war genauso unfassbar, wie der Übergang von Retention in Erinnerung genau bestimmbar war. Es war dann, so wurde immer deutlicher, gerade eben zu spät, um noch rechtzeitig auf den abfahrenden Zug aufzusteigen. Und was danach kam, war ebenfalls bereits temporal angefressen. Es erschien daher unter den Bedingungen einer unumkehrbaren Verspätung, die alles durchwaltete, was in Rons Leben irgendeine Bedeutung hatte, als ratsam, nicht nur einfach so herumzulaufen, zu liegen, zu sitzen oder zu stehen, sondern dies mit der Emphase allergrößter Bedeutsamkeit und symbolischer Überdeterminiertheit zu tun. Was das wiederum heißen sollte, war dann etwas, was gefälligst andere als Ron zu entscheiden hatten. Für einen Solipsisten waren es in dieser oder anderer Hinsicht immer die anderen, auf die es ankam. So viel Intersubjektivität musste letztlich denn doch sein. Ungeheure Staub der Sauger. Also an der aktuellen Theoriebildung, so an den Grenzen, an den Schnittstellen zwischen Philosophie und Kulturwissenschaften, da geht es ja auch gerade viel um, also den Staubsauger als Metapher und wirklich als Performance, als performativen Moment. Wissen Sie, ich versuche eigentlich die ganze Zeit hier nur rauszukommen. Ich weiß nicht, ob es mit mir zusammenhängt, meiner Grundsituation. Alle reden die ganze Zeit nur über Socken, Waschmaschinen, Staubsauger. Ich bin doch verrückt hier. Sozusagen die Theorie, die uns da vorgelegt hat. Also Sie hätten grundsätzlich mehr Bezug auf Jaspers, Merleau-Ponty, Derrida, Levinas. Was? Ja, weißt du, und Olli, dann hatten wir diese Keynote und ich muss sagen, dann haben wir dann einfach in den Sammelband nicht aufgehört. Ja, was ist denn? Sagen Sie mal, ist das mein Volvo? Was? Entschuldigung, ich habe hier eine wichtige Konferenz wegen dieser Veröffentlichung und ich wüsste jetzt nicht, was Sie damit zu tun haben. Das ist ein Auto, das ich einfach gefunden habe, weil es offen war und ich denke mal, Besitz und Eigentum und die Wahrheit einer Absicht ist die Tat, sagt Hegel. Wirklich bedankt, dass alle, die an diesem Film beteiligt waren, aber
große Vision, die auch dahinter steckt, wie steht ich jetzt? Ich hätte alleine verwirklichen können, aber dir. Also, Ich möchte gerne wissen, was deine Vision ist. Ich meine, sind wir jetzt doch mal auch wirklich ehrlich? Meinen Sie das ernst? Wirklich, wenn du da wirklich Eindruck machen willst in dieser Szene, dann musst du irgendwas mit Raketen, Explosionen, Aliens, Invasionen, möglichst viel. Und dann, weißt du, das geht nur, wenn du so ein bisschen so Antonioni-Bezüge hast, verstehst du? Also wo dann im Prinzip die Explosion, dieses Gewalttätige, diesen Aufruf zur Subversion aussetzt. Also im Prinzip die Explosion sich von der Gewalt befreit und übergeht in ein bloßes Geschehen. Also im Prinzip von der Reflexion des Films als Darbietung seiner eigenen kinematografischen Performance. Ja, also eine Impflichtung vom Sinn, also sozusagen ein Abstand eben vom Mitmachen. Ins Gespräch gekommen sind, Olli. Und nein, ich habe auch viele Freunde in Akademie, man kennt sich, man schätzt sich. Wenn ich dann die Keynote habe, dann kriege ich 90 Minuten Redezeit und wir kürzen dann die anderen dafür auf 20 Minuten runter. Und ja, also ich würde mich echt freuen, wenn wir einfach mal so ein bisschen, weißt, wieder, dass der Kontakt halt wieder kommt und dass es sich ein bisschen auch irgendwie auf der affektiven Ebene auch wieder so ein bisschen findet, weil immer so dieses kalte, weißt du, dieses strategische sich instrumentalisieren und dieses, das ist echt nicht so meins. Einen jetzt doch vielleicht auch wieder schön werdenden Abend. Und die Durchbrechung im Sinne eines strategischen Realismus im Anschluss an Arthur Conan Doyle und seine Fotografien im Sinne eines Versprechens auf Wirklichkeit anhand von Elfen und demonstrierten also Sehhalt durch auf Bilder. Aber Rick? Ja. Das war ich doch. Ja, was heißt, sag, du hast überhaupt mal gar nichts gesagt. Das kommt einfach. Also, das nee, ist, das ist schon von mir. Na, also das könnte ich dir jetzt auch die Stelle zeigen. Ich bin mir sicher, dass es auch einen oder anderen im Publikum gibt, dem das sehr bekannt vorkommt. Also, ja, wem denn? Also ich. Nein, also deshalb ich habe mich früher schon mit Elfen. So, was heißt also, früher? Ich weiß, kann dir das zeigen? Elfen waren schon immer auf Fotografien und Spuren. Ja, du kannst nicht einfach so jetzt ein Plagiat irgendwie vorlesen. Das ist kein Plagiat, ich habe das ja einfach nur kopiert irgendwo. Ja, das ist ja. Wer sich geradeaus bewegt, bewegt sich auf eingetrampelten Pfaden, wie die meisten Berufsphilosophen das tun, aber Berufsphilosophen und Philosophen sind ja nicht notwendigerweise dasselbe. Der wahre Weg der Philosophie wird den Abweg nicht meiden, sondern suchen. Das Abwegige, sagen wir ja gerne, ist der Quatsch, der Unsinn, aber es gibt eine höhere Form der Abwegigkeit. Die philosophische Abwegigkeit ist eben nicht das Widersinnige, das allenthalben geäußert wird, innerhalb und außerhalb der Philosophie, sondern das Gegensinnige. Wenn man abweicht von den üblichen Denkwegen erst, dann ist man im Denken. Und die Verabschiedung des Königswegs ist die Vorschule zum philosophischen Denken. Wer sich nicht verirren kann, wird sich nicht zurechtfinden. Wer immer Recht haben will oder glaubt, Recht zu haben, wird letztendlich immer Unrecht haben. Und insofern ist das Gehen, das Wandeln auf Abwegen, zu denen man noch nicht weiß, wohin sie führen werden, die wahre Schule oder mehr als die Schule, die wahre Produktivkraft der Philosophie. Deswegen ist Philosophie die hohe Schule des Abwägen. Lieben Solipsisten und Solipsistinnen, ich bin im Hotelzimmer mitten in Wien, im Bellevue Mozart Grotesque.
Wir befinden uns in einer Junior Directive Suite, die gegenüber vom Franz Josef Bahnhof ist. Sie sehen es vielleicht hier, diese Verspiegelungen sind typisch für den österreichischen Brutalismus der 80er, sehr gefördert von auch japanischen Architekten wie Kenzo Tange oder den Finnen Pablo Cercas Maria del Alto. Das Zimmer als solches hat ungefähr den Zustand einer Besenkammer, ein Sofa und hinten sehen Sie auch noch die Borsten. Und ich möchte Sie noch auf das Louis Quatre-Muster hinweisen, das man damals gewählt hat, um die Frankophilie eben zu betonen. Geschlafen wird hier. Das ist ein Doppelbett, falls Sie das noch nicht erkannt haben. Ein Doppelbett, damit meint man, dass man entweder, also dass man zwei Betten hat, die man zusammenschiebt, sodass man eben quer drauf schlafen kann. Und das ist dann eben kein Einzelbett, sondern eben ein Doppelbett. Das ist ein entsprechender Name. In der Phänomenologie spricht man auch von Paarung, aber das müsste man dann noch mit der Russianer abgleichen. Wenn er nicht mit Tagungs-Jetset, harter Gremienarbeit, Aufstellen von Millionen von Drittmittelgeldern, Vernetzungsobligationen oder dem Essen von Keksen beschäftigt war, ging Ron oft seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Er delirierte wild und ungebunden am Klavier und rückte damit in bedenkliche Nähe Nietzsches, der, soweit man wusste, ganz Ähnliches getan hatte, wenn er nicht gerade in Sils Maria Dinge tat. Mit Nietzsche wollte Ron allerdings nicht so viel zu tun haben, obwohl man über die pianistischen Fantastereien beider sicher nicht allzu viele Worte verlieren sollte. Außerdem, was sollte denn dieses Pathos der Distanz, wenn man eine Pataphysik der Distanz haben konnte? Eine Pataphysik der Distanz galt es also zu bewahren und in Szene zu setzen. Ron hatte keine Gefühle, sondern nur Kontakte, wir wussten es. Er behielt also seine Emotionen für sich und beobachtete ununterbrochen vor sich hin. Die satanischen Verse. Geil. Nicht reine synthetische Urteile a priori.
Backplattform. Das ist ja gar nicht Jari und Ubu. Ja, am kränkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber sozusagen genau an der Stelle so produktiv wird, wo der Film selber eben über die optischen Illusionen eine Wirklichkeit illusionär behauptet, die dann zum Trägermaterial dieser Imagination werden kann. Es ist also eine Doppelbewegung, wie gleichzeitig die Wirklichkeit selber mit Imaginärem gefüllt wird, und aber auch sozusagen von der Wirklichkeit weg die Imagination zum Bild wird. Hey Olli, wo ich gerade bin? Lissabon. Ja, voll toll hier. Nee, die wollten mich da bei dem Panel. Ja, ja, wir waren da letztes Jahr in Paris, das weißt du ja eh. Modetheorie und es war ja auch diese ganze Sektion zu Ronald Barth oder Barthes, wie er eigentlich hieß. Nee, nee, das war kein Schreibfehler, kein Tippfehler. Nee, nee, der, ja. Und ja, klar, da waren halt diese ganzen Leute von der Sockenindustrie und diese ganze Lobby vor allem für das maschinelle Stricken. Mhm. Von Olli war länger nicht die Rede gewesen, weil er sich ja mit Ruben, wie wir uns erinnern, nach Frankreich abgesetzt hatte. Allerdings war dann Ruben mit seinem neuen besten Freund Rod weiter nach Lissabon gezogen und hatte Olli alleine in Frankreich stehen gelassen, der dann irgendwann wieder in Wien ankam. So schloss sich der Kreis. Die Verhältnisse hatten sich abgekühlt, eine Versachlichung stand an und Olli und Ron zielten beide mehr auf Synergieeffekte im Denken ab, als dass sie wirklich noch vom Geist des einen getragen würden. Auch für diese beiden einstigen Dioskuren war die Zeit der Hinologie in die Tempi Passati der Memoria abgeglitten. Und was blieb, war nur eine Zukunft, die man krampfhaft versuchte, an die Gegenwart prädiktiv anzuähnen. Also, und dann kommen dann schon die Leute von dem Verlag, oder? Weil ich hätte dann noch diese Schirmpublikation anzubringen. Ja, wegen der Zielvereinbarung, damit dann mein Vertrag verlängert wird. Oh, das wäre voll toll. Und boah, na, komm, Olli, wir treffen uns dann einfach morgen, verstehst du? Treffen wir uns, so ein strategisches Vernetzungstreffen mit emotionalem Mehrwert. Also, ich lade dich dann auf einen Kaffee ein und dann. Oh, nee, oder? Krass. Boah, Olli, ciao dann. Nee, gerade ein Major-Incident, aber nee, nicht so wichtig. Ciao! Hä? Wo ist jetzt mein Computer hin? Hä? Doch, gerade noch da. Krass, der ist einfach weg jetzt. Na, hinter der Palme habe ich ihn ja sicher nicht stehen gelassen. Hä?
Da haben wir eine Diss drauf über Blumenberg und die Katachese. Und ein Plattenspieler von der Mama ist noch da. Also der ist praktisch von der Mama, aber der hat sie mir geschenkt, weil sie braucht ihn oder die hat sie noch nicht weiß. Hey, aber wo ist jetzt hin? Schrecklich. Was mache ich jetzt die ganzen letzten 10 Jahre von uns gewesen? Scheiße. Was ist denn das hin? Hey, und Mario, der Spacko kommt halt auch nicht. Wie lange warte ich jetzt? 5,5 Stunden und dieses vollkommen sinnlose Telefonat mit Olli? Verdammt, jetzt habe ich kein. Der Laptop? Ist ja nicht so, dass ich irgendwo Sicherheitskopien habe. Scheiße, die Abteilung. Scheiße. Glauben Sie ja nicht, dass ich das hier umsonst mache. Was wäre eine Alternative sozusagen zur Narrativität? Ne? Das habe ich doch. Also ich versuche jetzt. Ich finde doch eigentlich, dass ich schon einen coolen rüberkam. Also, ja, das auch noch praktisch. Come on, hey, die Waschmaschine. Kulturwissen auf Theoriebildungsstelle. Ja, was ist denn das für ein Plastik-Talk, hey? Wenn du es nicht schaffst, irgendwie durch die Bilder was zum Denken für die Leute im Volk, also dann Rancière und also der, die das Politische, dann glaube ich halt, nee, dann wird es auch irgendwie nur so Ware. Mhm. Das ist die romantische Situation des Fragments. Bei Platon ist das Fragment ja nicht wirklich vorgesehen als ein selbstständiges literarisches Gebilde, und die Socken, die übrig bleiben im Vorgang des Sockenzusammenlegens, das sind ja interessante Fälle. Und zunächst mal ist die Frage, ist das ein Fragment oder ist das eine Socke, die auf die Ergänzung durch das zunächst verlorene Stück wartet? Ich wollte einfach nur fertig machen. Was soll denn das? Ich habe mich schon immer darum bemüht, mich selber zu denken. Und jetzt macht jemand es zum Vorwurf. Sein, Reflexion, Wesen. Das konnte nur noch pataphysisch überboten werden. Sein, Reflexion, Wessen. Dieses Abdriften der Logik vom Wesen ins Wessen markierte in der jüngsten Rezeptionsgeschichte der Pataphysik einen Einschnitt, insofern nun die alte Dichotomie zwischen Linkspataphysik und Neopataphysik allmählich zugunsten einer Genitivpataphysik überwunden würde, die als neues Superparadigma zu emergieren drohte. Ron selbst stellte sich an die Spitze der vor allem in Pittsburgh und Chicago verbreiteten sogenannten seriösen Pataphysik, die die Liebhaber und Liebhaberinnen des Genitivs unter den von akuter Pataphysik Betroffenen mit stärker werdender Skepsis beäugten. Als Haupt besagter pataphysischen Unterströmung, die hauptsächlich durch ihre schiere Seriosität von sich reden machte, publizierte Ron Emanuel in einem beispielhaften Alleingang und in einer bisher beispiellosen Parallelaktion sein spätes Hauptwerk mit dem Titel »Die Pataphysik der Freiheit«. Die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, das man dann gespannt verfolgt, ist der Effekt, den der Master of Suspense Hitchcock im Sinne hatte, als er die Megafilms einführte. Es handelt sich, wie gesagt, strukturell bei ihm um zeitbewegungsantrennende Filmmotive, die meist früh in der Erzählung als konkrete Dinge explizit eingeführt werden, dann wahlweise in Besitz gebracht oder gefangen und unschädlich gemacht werden müssen und die in jedem Fall von allen Beteiligten instantan begehrt werden, dem die in Berührung kommen. Das ist
Begehren von Brent ist das, was Mejidek als Analogie zu Objekt Klein A von Lacan konstruiert und gelesen wird. Und man kann begattet als begehrte Objekte, die von allen Zentralen verfolgt werden. Ja, also wenn Sie mich jetzt so zur theoretischen Unterfütterung meiner Vision fragen, also Deleuze war natürlich der Referenzpunkt und beim Zeitbild waren wir uns eigentlich alle einig und dann ein bisschen Henri Cavell. Ey, sorry Julio, aber der heißt halt mal Henri Cavell, ja? Wollten wir natürlich auch einfließen lassen, aber erklären Sie das mal dem Produzenten oder den Geldgebern. Ich meine, da stoßen Sie auf taube Ohren. Das ist wirklich... Aber ja, so wissen Sie doch. Brauche ich Ihnen ja gar nicht erklären. Nee, brauche ich mir nicht erklären. Kenne ich alles selber nicht. Aber dann haben Sie da irgendwie einen Rohschnitt gehabt von 7 Stunden und den haben Sie dann irgendwie... indem sie im Prinzip alle Handlungsstränge rausgekürzt haben, auf non-narrative 2 Stunden runtergebracht. Ist es ungefähr so gewesen. Hin und wieder kam es also doch vor, dass der eine Pataphysiker mit dem anderen zur gemeinsamen Unterredung über Anstehendes wie Abwegiges sich traf und more geometrico alles in einen gedanklichen Zusammenhang brachte, der von methodischer Strenge und logischer Folgerichtigkeit nicht nur geprägt, sondern gerade bis an den Rand des Explizierbaren geführt wurde, von wo aus dann eben die pataphysische Leichtfüßigkeit des beschrittenen Denkweges anhob und ihre digressiven Schleifchen band. Man hätte es auch einfach sagen können. Navigationssysteme bringen einen nicht dahin, wo man hätte sein können. Hey, das wird immer schlimmer. Seitdem man sich dafür Dinge interessiert. Also, anfangs habe ich es ja noch verstanden, wegen Waschmaschine, Socken, Staubsauger und so, aber... Die ganze Schachtelerei oder so. Nee. Kannst du, Chantal, kannst du das gerade mal? Weißt du, in Paris haben gesagt, das Eigenleben der Dinge, aber das, weißt du, das. Eigenleben der Dinge? Das funktioniert jetzt ja gerade gar nicht, läuft ja gar nicht. Ja. Das hat. Mister, schau mal, was da fehlt. Ja, Strom fehlt. Mit Strom auch, schau mal. Ja, schau mal. Gar nicht. Hier, Strom fehlt. Ist ja nichts angesteckt. Okay. Wie soll das denn funktionieren? Scheiße, das wird eine Blamage in Paris. Schau noch mal in die Hütte hinten rein. Du und deine Geschäftshuberei hier. An dieser Stelle jener ins Filmische gewendeten Entgleisung dürfte es niemanden mehr überraschen, dass es Ron mit Julio genauso ergangen war wie Olli damals mit Ruben. Julio hatte sich neue, bessere Freunde und Freundinnen zugelegt, mit denen er sich über die sein Leben beherrschenden imaginären Projekte nur andeutungsweise erging und nur dann, wenn er dazu genötigt wurde, knapp und konzise darüber Auskunft gab. Julio war nun einmal einer, dem man jedes Wort buchstäblich aus der Nase zu ziehen hatte. Hey, na? Und? Ist da was los? Naja, wir drehen alle. Ach so, okay. Wir sind gerade auch an einem richtig wichtigen Teil, also einer wichtigen elementaren Szene des Films, wo es um die Heterotopie geht und die narrative Abwegigkeit der gesamten Konstellationen innerhalb der filmischen Narration. Das wird gerade gedreht. Da könnte man natürlich auch den Streit zwischen Foucault und Deleuze sehen. Und was soll es sein? Subversives Kino ist das Stichwort. Non-Narratologie im Sinne einer Defrustration der ganzen Welt des eigenartigen Begehrens. Und das ist das, was für Morin eben dieser Zustand des Halbimaginären ist. Also das sagt ja nicht,
dass wir das nicht auseinanderhalten können, sondern dass der Geisteszustand oder das Bewusstsein der Denkmaschine Film in uns genau diese permanenten Transgressionen freisetzt, sich über die Wirklichkeit und in die Wirklichkeit zu begeben mit dieser Perspektivverkehrung. Ja, also ich trage meine Phantasmen in die Wirklichkeit und die Wirklichkeit füllt sich mit den Projektionen meiner Phantasmen. Ich muss sagen, also das verstehe ich jetzt auch nicht eigentlich. Das ist auch. Jetzt auch mehr so meins. Das klingt schon auch so ein bisschen so. Also. Eine Waffe, sei es ein Monolith, ein golden leuchtender Koffer oder eine Tasche voller Geld, wirkt stets unmittelbar auf seine Umgebung. Also nicht dadurch, dass er repräsentiert wird oder symbolisch verklausuliert oder semantisch vermittelt, sondern gewissermaßen ansteckungsartig, unmittelbar, physisch. Wer etwa in Lola rennt mit der Tüte, die dort der Waffe ist, in Berührung kommt und sei es auch nur akustisch, wie dann der männliche Hauptfigur Manny darüber spricht, dass er auf der Flucht von Kontrolleuren die Tüte in der U-Bahn hat liegen lassen, wird sofort selbst in Bewegung versetzt und beginnt, zumindest in diesem Film, zu rennen. Ehe man es sich versah, waren die Dinge schon nicht mehr ganz so hell und leuchtend, sondern nur noch mit verminderter Evidenz gegeben, dass sie ständig ihrer Gegenwärtigkeit verlustig gingen und es uns überließen, ihnen hinterher zu rennen. Irgendwie musste die Gegenwart Ron und allen, die den Ausstieg aus dieser seltsamen Veranstaltung verpasst hatten, abhanden gekommen sein. So viel stand fest. Perspektivisch erfassbare Szene mit verschiedenen Akteuren, die alle Einfluss auf diese Handlung nehmen und die Atmosphäre, die in diesem Raum innerhalb der Szene erzeugt wird. Wenn ich Sie unterbrechen darf kurz, also meine Kamera ist hier, und, aber Sie drehen da ein. Ja, das habe also, ich richtig verstanden. Ja, das ist ja, sich immer nur auf dieses technische Materielle zu konzentrieren, das geht ja auch nicht. Also das ist ja auch schon sehr progressiv. Es geht auch um Imagination, um das imaginäre, spekulative Bild, was ich jetzt in meinem Kopf habe und nicht so sehr um diese hier technische Verfasstheit von so einem Reproduktionsmedium. Also es ist nicht so viel Technik jetzt da drin? Nee, gerade nicht. Okay. Aber wir drehen. Die Antikunst, eigentlich philosophische Kunst, ist ja begriffsstutzig zu lernen. Philosophen sind begriffsstutzige Leute. Sie wundern sich, was in den Begriffen alles enthalten ist. Wenn Sie anfangen, wie der junge Nietzsche und der alte Adorno, mit dem Begriff über den Begriff hinausdenken zu wollen, fallen Sie eher auf die Schnauze. Die Zeitlichkeit im Film, die sich auch querstellt sozusagen zur eigentlichen Zeitlichkeit des Films, also des vergehenden Films jetzt, wiederum zur Zeitlichkeit der Betrachtenden, und diese Ebenen gegeneinander ausspielen zu lassen, das kann man nicht einfach so in so einer Kamera einfangen. Da ist da die technische Grundlage doch völlig überfordert, wenn man dann nur so von so einer rein materialistischen Basis jetzt her das argumentieren will. Objektiv fehlt eigentlich auch noch, sehe ich gerade. Aber das, wie gesagt, ja, das ist vielleicht drin, aber vielleicht sollte man das rausholen, das ist zu viel Technik. Dieser unbestimmbare Moment war es denn auch, bei dem die Abschweifung Fahrt aufnahm und Ron es vorzog, sich aus dem Geschehen produktiv, limitativ, performativ, reflexiv sowie paragonal ekphratisch herauszunehmen. Ein wenig des Engagement von Zeit zu Zeit durfte schließlich sein, aber auch nur, wenn es keiner mitbekam. So wollte es die Geschäftsordnung aller möglichen Wissenschaft, die als degressiv würde abtreten können. Also ganz ehrlich mal, worum geht's eigentlich? Die eigentliche Wendesocke, die wahre Wendesocke ist doch einfach die gewendete Socke. Man nimmt einen nützlichen Gegenstand und wendet ihn in die andere. Wendet ihn um, eine Kontrafaktur. Eine Kontrafaktur, richtig. Kontrafaktur. Die Kontrafaktur ist ja eine wichtige, vielleicht sogar die wichtigste philosophische Gattung. Man liest einen klassischen Text und gibt ihn wieder, indem man die entgegengesetzte Schlüsse zieht. Das, was der junge Nietzsche mit Schopenhauer gemacht hat. Der junge Nietzsche ist Schopenhauerianer und hat alle Vorzeichen umgedreht. Der Wille
den muss man nicht loswerden, den muss man intensivieren und so weiter und so fort. Also Nietzsche ist eigentlich die Wendesocke der Philosophie. Boah, ich bin echt so fertig. Es ist so nett, dass du gekommen bist, weil ich war im Schock und dann hatte ich noch so einen schizoiden Schub und dann dachte ich irgendwie, dass ich irgendwie Sebastian heiße. Es war alles so. Du warst ja wirklich kurz vorm Einreichen. Es war oder? Wirklich, im Prinzip war das Ding fertig. Ich habe ja das PDF schon gehabt und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Weil ich bin nur ganz kurz zum Telefonieren ins andere Zimmer gegangen, damit irgendwie die Nachbarn. Und, oh ja, ich weiß gar nicht, was für ein Typ das war, warum es da ging. Und weißt du, ich meine, ich habe ja auch die Schlösser alle austauschen lassen und neu eingebaut, wegen der Versicherung auch. Und dann komme ich zurück und dann ist der Laptop weg und alles andere steht noch da. Und keine Spuren, keine Spuren. Ich war auch bei der Polizei und haben halt gesagt, naja, das ist halt privat und dadurch ist sicher halt auch keine Sicherheit. Ja. Mir geht's so schlecht. Dann habe ich auch noch irgendwie zugenommen und dann ist es nicht. Das hat dann auch nicht mehr geklappt. Auf Tinder habe ich auch abgemeldet. Ich bin jetzt im sozialen Aus. Also, ja, weil lief es bei dir gerade noch so gut. Die höhere Kunst der Wende-Socken-Philosophie vollzieht sich am Beispiel eines illegitimen Waschgangs oder eines destruktiven, wenn man will, dekonstruktiven Waschgangs. Bei dem man eingehen kann. Bei dem man selber eingehen kann, bei dem aber auch nur die Socke eingehen kann. Und dann hat man ein bündiges neues Werk geschaffen, wie es ja manchmal auch vorkommt. Ich meine, ich habe jetzt auch gar keine Lust mehr, meinen Bauch einzuziehen. Wenn ich irgendwie einkaufen gehe oder im ersten Bezirk, ich lasse ihn raushängen. Also ich kann schon erklärt. Also das ist die wirklich zentrale Aushandlungsszene in dem Film, wo sich praktisch die Handlung auch wieder in der Mitte trifft und das Ende eigentlich schon vorwegnimmt, was aber wieder nur die Rahmenhandlung der gesamten Narration ist. Der junge Wittgenstein hat seine ganzen Aufzeichnungen, die er während des Ersten Weltkrieges geschrieben hat, in gewissermaßen bei 90 Grad gewaschen und der Traktatus kam heraus. Ja. Den er dann wieder gewendet hat, um zu den philosophischen Untersuchungen zu kommen. Wobei diese ganzen Tausenden, Hunderttausenden von Zetteln, die er geschrieben hatte, auch wieder bei 90 Grad gewaschen wurden, damit so etwas wie der erste Teil der philosophischen Untersuchungen herauskommen konnte. Mhm. Philosophie ist eine Waschmaschine. Die Waschmaschine im modernen Typs dreht sich ja auch. Die ist ja immer in Bewegung. Und wer seine Wäsche so wäscht, dass sie genauso herauskommt wie vorher, hat sozusagen den philosophischen Waschgang nicht verstanden. Nee, also was mich halt irgendwie noch tröstet, wenn man so ein bisschen Halt gibt, ist halt so, du Mario, Freunde halt, dass du jetzt heute da bist und weißt du, dass du und ich eigentlich ja auch so im selben Boot hocken, weißt du, wir bringen nichts voran. Nichts fertig, sind eigentlich so Loser und also, bei dir geht ja auch nichts weiter und... Nee, also... Schon. Naja, irgendwie habe ich dir gar nicht erzählt, dass ich eingereicht habe. Was? Meine Dings? Moment mal, du hast eingereicht? Hast du das nicht erzählt? Na wann denn? Ich war doch, hier in dieser paranoiden Vielfachverschaltung. Na vor 5 Wochen habe ich dir doch... Ich weiß nicht, hat man mal telefoniert oder habe ich dir geschrieben? Nee, ich bin immer ans Telefon. Und es ist nicht einfach nur eine Opposition von Wirklichkeit und Imaginärem, sondern es geht eben genau um diese Verschränkung. Und die kann man eben auch auf einer anderen Ebene ansetzen, wie das ja zum Teil auch in der Anthropologie gemacht wird,
über das Zeitbewusstsein, also dass wir in Zeitformen denken, die eine Zeit betreffen, die noch gar nicht eingetreten ist. Also machen wir permanent in unseren eigenen Denkvorstößen in die Zeit bereits Annahmen auf eine Zukunft, von der wir so viel noch gar nicht wissen. Der Wendehals ist ja eine Sprechpuppe, die das nachspricht, philosophisch oder politisch, was gerade er für angesagt hält. Dieser transformative Waschvorgang, den wir jetzt als Grundprozess der Philosophie beschrieben haben, ist genau das Gegenteil des Wendehalses, weil es kommt ja immer wieder etwas anderes, eine andere Textur heraus. Socken sind ja Texturen, was sind Texturen? Sind Texte, Texte sind Texturen. Ubo, 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 ubo. Es kam also nicht von ungefähr, dass Ron seine Existenz im Modus, wie es Blumenberg nannte, transzendentaler Schläfrigkeit vollzog. Weil die ganz großen Konversionen einem ja nicht mehr so recht gelingen wollten, man aber ständig unterwegs zwischen Wachbewusstsein und traumlosen Schlaf war. Während dieser Pendelbewegung trug sich so manches zu, was in der bloßen Prätension auf Bedeutsamkeit stecken blieb, von dem hier aber dennoch die Rede sein muss. Dass Ron als Person des öffentlichen Lebens ausnahmslos in Haupt- und Staatsaktionen verwickelt war, mochte genauso wenig überraschen wie der Umstand, dass er bei erwähnter Schläfrigkeit nichts, aber auch rein gar nichts voranbrachte. Das umstandslose etwas gebacken bekommen war seine Sache nicht. Doch hielt sich Ron trotzdem immer am Rande des Einleuchtenden auf. Denn ganz verlöschen lassen wollte man die Evidenz schließlich auch nicht. Und überhaupt Blumenberg. Dazu musste man doch wohl mittlerweile eine Meinung haben. Dies kümmerte Ron wiederum sehr wenig, sah er sich doch vornehmlich als Pataphysiker und damit mehr mit Paris als Blumenberg beschäftigt. Noch kurz zum Thema Wünschen, Sie haben es gerade angesprochen. Es gibt auch einige Szenen, wo es vermehrt und in der frontalen Close-Up-Aufnahme um Waschmaschinen geht. Die Waschmaschine als Wunschmaschine oder doch einfach nur als prosaischer Gegenstand, der im Haushalt anzutreffen ist? Ja. Fuck, Mann! Das ging dann wirklich Zug auf Zug. Also es war wirklich ganz schnell eingereicht, zack, die Gutachten. Extrem gute Gutachten, wirklich. Also die Gutachten, warum sind die denn bei dir schon da? In höchsten Tönen gelobt, die Arbeit. Also, und das Tolle ist ja, dass Blumenberg hat wirklich, es zieht total an. Zieht total in die Szene. Worüber hast du denn da geschrieben? Blumenberg und den Materiegrund. Der McCarthy übernimmt die Kohärenz mit anderen Filmen, aber nicht nur die epistische Funktion von Zeitantreibung. Auch die Bewegung auf Ebene der bildlichen Inszenierung trägt er dazu bei, die Filmzeit selbst zu rekursieren. Das gelingt etwa dann, wenn in Kohärenz die Tüte, die man zum Schluss einer Episode das Filmbild so ein bisschen was ausfüllt und auch die Kamera von oben etwa zurast. Die Waschmaschine, das war wirklich auch Thema, ja. Die Waschmaschine als Auseinandersetzungsmedium, als revolutionärer Moment, wenn man so will, passiert ja auch einiges. Es ist ja nicht so, dass da nichts ist. Ich meine, da muss man auch erstmal drauf kommen, oder? Also das ist ja eine Durcharbeitung, wie gesagt, Durcharbeitung am Ende mit den Mitteln, die man so hat, auch wenn es nicht viele Mittel waren und wenn es irgendwie alles... Auch, ja, ich meine, ich hätte mir auch mehr gewünscht, sagen wir so. Aber die Waschmaschine als Moment, ja, den habe ich mir nicht nehmen lassen. Also über Blumenberg und Leibniz. Ah, ja, ich habe über Blumenberg und das Katapult geschrieben. Und das ist jetzt weg. Ich meine, ich habe da auch über Leibniz, aber eigentlich muss man was anderes. Und ja, das ist super, weil... Es ist schade, dass es sich bei dir nicht ausgegangen ist, weil du musst wissen, es wirklich, du weißt es natürlich eh, es, jeder will die Leute, die über Blumenberg schreiben. Es ist total, liegt total im Trend. Yes. Ich bin jetzt Projektgruppenleiter sogar. Was? Ja, in Aussicht gestellt. Wie geht denn das? Du bist doch noch gar nicht fertig. Ja, eingereicht. Ich habe mich dort beworben und sie meinten, Blumenberg, wenn man darüber dissertiert, dann. Und man muss sich diese Materie ein wenig so vorstellen wie, wie Beton, nicht? Also Beton ist halt Beton. So ist das kein Gut. Okay, diese Tür.
Tür? Ich meine, wofür? Ja, was soll ich jetzt wissen, was langsam? Ja, was soll ich jetzt damit? Wenn ich jetzt hier Indizienparadigma, Antirepräsentationalismus. Also, mir ist überhaupt nicht klar, wofür die Socken jetzt stehen sollen. Ich meine, ich habe auch das Gefühl, dass ein bisschen zu sehr die Emphase auf das Zeug hier gelegt wird. Boah, das war anstrengend. Mhm. Du, was ich dich fragen wollte, so Pater-Physik, das ist jetzt so deins, oder? Der Olli hat mir gerade geschrieben. Der Olli. Was will er denn schon wieder, der Tochter? Er wollte fragen, ob es jetzt mit Frankfurt, Offenbach oder Paris steht, weil er müsste das reservieren. Jetzt, ein bisschen auch in Absetzung zu meinem Vorredner. Jetzt setz dich mal hin. Bitte mal hin, das irritiert mich. In Absetzung zu meinem Vorredner, die ja doch sehr auf einem Humanismus, einem... Hörst du, das ist schon 12. Hörst du die Glocke? Ich glaube, es wird dann. Bitte einfach. Er hat nicht einmal einen halben Mittagspause, oder? Nein, wir haben ein Tisch bestellt. Ja, dann geh halt du. Ja, also, dann geh halt du vor. Also das, vielleicht der Olli kommt noch. Ich glaube, der Olli wird noch kommen. Du kannst den Olli jetzt nicht versetzen. Ich glaube nicht, dass wir die Reservierung verfallen lassen sollen. Also ich möchte schon jetzt hören, was du. Ja, dann geh halt hin, bitte. Ich möchte aber meinen Vortrag jetzt noch. Du, mir ist das eine Herzensangelegenheit, diese Kapitalismuskritik. Verstehst du das nicht? Das hatten wir doch in der Konzeption vom Panel gesagt. Kapitalismuskritik ist Pflicht, okay, aber auch Trumpf. Man kann ja Socken da auf verschiedene Weise zusammenführen. Einen, also man zieht sie durch, sodass sie, oder man knotet sie zusammen, oder man tut die eine Socke in die andere Socke. Ja. Das sind ja auch Verfahren wie philosophische Überlegungen. Selbstinklusion. Selbstinklusion, Selbstreferenz, Zusammenballung, wenn man eben auf Verdichtung steht, oder Glätten. Nicht? Die Socke kann auch, es soll auch Leute geben, die ihre Socken erst bügeln. Ja. Ja. Oder die zusammengelegten Socken dann bügeln, sodass sie ein möglichst scheinbar ebenes und leicht zu verstauendes Gebilde ergeben. Eine eher fragwürdige Methode, wenn Sie mich fragen. Sag jetzt bloß noch, dass du in die USA gehst, oder? Ja, das wäre zumindest das Langziel ist, oder Langziel, in einem halben Jahr jetzt schon Gastprofessor in Princeton. Ich weiß nicht. Weil die haben ja hier diesen neuen Blumenbergstuhl. Das kann doch mal nicht sein. Und die wollen ihn noch nicht fix belegen, weil sie jetzt erst warten. Und da hätte doch ich viel besser drauf gepasst mit Blumenberg und das Katapult. Gab es noch so eine dritte Abspaltungsgruppe in der Pathophysik, also in diesem Institut da, die wollten dann auch über Staubsauger reden. Ja, ich habe mich da nicht, nee, ich habe mich nicht eingemischt, das ist ziemlich laut geworden und ja, da ging es dann auch um also Reakkreditierungsphantasmen. Von entscheidender Bedeutung für Außenweltkenntnis und gelingendes Vortäuschen absoluter mundaner Anschlusswilligkeit an alles, wovon gerade auf irgendwelchen Kongressen in Stanford oder Princeton die Rede war, waren der regelmäßige Kontakt mit Dingen und kompromisslose Intersubjektivität. Also dieser nervige Umstand, andauernd von irgendwelchen sogenannten Freunden angerufen und permanent von Autofahrern und Autofahrerinnen beim postkonventionellen nonlinearen Überqueren einer Straße angehubt zu werden. Ja, der Rohschnitt, der war, also das war wirklich, das hätten Sie mal sehen sollen, das war wirklich die... Nee. Auch nicht. Mhm.
Nach Ansicht mancher Neoromantiker konnte man mit den Dingen auch ohne intersubjektive Bewährung ins Gespräch kommen. Bei den Dingontologen und Dingontologinnen ging dies sogar ohne Wünschelrute, und zwar einfach dadurch, dass man die ganze Philosophie der Moderne mit einer antikonstruktivistischen Wolte vom Tisch fegte. Ich habe dann auch irgendwann das Gefühl gehabt, dass du mich nicht mehr so richtig ernst nimmst. Du und Ruben. Ja. Ja, und dann hast du ja angefangen, irgendwie dich für Pflanzenethik zu interessieren, und da konnte ich dich dann nicht mehr ernst nehmen, ja. Ja, das Anthropozän. Hm. Ja, die leben da auch alle, die Pflanzen. Ja, ja, mit denen kann man sprechen. Ja, ja, die stellen auch Theorien über sich selber auf, als Pflanzen. Ja, ja. Hm. Klar, nee, die haben ja auch Intentionalität. Das letzte Mal, als ich mit meinem Gänseblümchen einkaufen war, da haben wir uns über Camus unterhalten, ja, ja. Hm. Ja, du mich auch, ja, ja, klar. Ja, dann haben wir ein bisschen gestritten und dann haben wir uns schon gesehen, weil das können ja Pflanzen auch. Ja, ja. Mhm. Nee, ich bin jetzt im Elefant. Ja, hatte zu tun. Also geschäftlich. Mhm. Mal privat ist bei mir nicht so viel los. Aluminiumpappbecher, Kaffeeautomaten, Bohnen, Mais, die solare Katastrophe, die Erde vor uns nochmal Steine, auf du und du zu sein. Dinge, wie sie einen in den Sinn kamen und wie sie gerade lustig waren. Ja, da konnte ein korrelationistischer Langweiler wie Kant natürlich einpacken und nach Hause gehen. Allerdings enthielt sich Ron eine Antwort auf die in Zeiten des Anthropozäns öfter auftauchenden Frage, ob Steine nicht vielleicht doch eine Agency hatten, und hüllte sich stattdessen in nichtssagendes Schweigen. So viel Kohärenz musste sein. Und ob Kant ausgerechnet dies mit dem Stein der Philosophie gemeint hatte, dürfte dahingestellt bleiben. Schau mal, ob ich werde Ihnen mal Bescheid sagen, dass wir vielleicht ein bisschen später kommen, aber ich kann schon mal was bestellen. Ja, so um drei. Was wollt ihr zum Essen? Ist mir jetzt wurscht. Ist mir echt jetzt... Jetzt geht's um was. Jetzt geht's halt. Verstehst du das? Ich arbeite mich da schon seit mehr als 25 Jahren an diesem Thema Neoliberalismus, ja, und Kapitalismus ab, ja, um wirklich auch dem Menschenmarkt ein Werkzeug, also, an die Hand zu geben. Ich muss Ihnen schon auch ein bisschen helfen, weil wir haben gestern noch erklärt, Kapitalismuskritik ist das Zentrum vom Panel, und du in deiner bescheuerten Einleitung hast kein einziges Mal... Dir geht's wieder nur ums Essen. Ja? Also ich verstehe das. Die Frage nach der Singularität der Socke. Gibt es die, weil wir von Sockenpaaren sprechen, dort das Paar auf ein Duplikat hin oder nur auf Ähnlichkeit, wie die linke oder die rechte Hand oder linke oder rechte Fuß? Das ist eine sehr komplexe Frage. Zum einen die selbstgestrickte Socke. Von der selbstgestrickten Socke ist philosophischerseits abzuraten, weil das machen nur Amateure. Der Amateur hat ein eigenes System, von dem er glaubt, er selber hätte es erfunden. Das ist die Selbst, der strickt seine Socken selber. Die produktive Philosophie verwandelt ja Philosopheme und Philosophieren um. Dazu braucht es vorgefertigte Socken. Auf dem heutigen Stand der Technik sind diese Dinger materiell gefertigt. Für materiell gefertigte Objekte gilt aber jedenfalls im Bereich der Socke immer noch, dass jede einzelne Socke ein Individuum ist. Zumal nachdem sie getragen wurde, ob sie rechts oder links getragen wurde, ja, sieht die Socke ja anders aus. Und es gibt Socken, die sich weigern, sich wieder in ihre homogene Ursprungsverfassung zurückzuverwandeln. Die kommen auch noch als rechte oder linke Socke aus der Waschmaschine. Und es gibt Socken, insbesondere Skisocken, wo ein R und ein L draufsteht. Fue la historia de una gran pasión. Fue la historia de una pasión sin fin. Fue la historia de una persona que era muy apasionada. Fue la más grande historia de su vida. Se trataba de todo. Amor, razón, pasión, el mundo, el ser, la noche, el día.
principio y fin, alfa y omega. Las estrellas y la tierra, el horizonte, el cielo, la arena y el mar. Él se había olvidado de vivir, pero soñaba todo el tiempo. Soñaba como nadie. La película es un rodeo. En ella no aparecen Scarlett Johansson, Rebecca Hall o Javier Bardem. No se ambienta en Barcelona. No hay nadie que se llame Vicky o Cristina. Tampoco sale Penélope Cruz. Para eso está Ron Emanuel Zucker. A él le encanta dormir y es perezoso como los osos perezosos. Ron duerme y no hace nada, pero con una gran pasión. El año pasado estuvo en Barcelona. Ahora mismo está en París. Él camina y camina y camina un poco más. Digrecio. Wissen Sie was, mir ist einfach jetzt Schnuppe, da packen Sie eine blöde Banane, weißt du? Ja, diese Banane. Ohne mich. Nee, ohne mich. Und mich gar nicht aufhalten lassen. Naja, aber... Wie geht denn das, dass du fern... Du hast dann noch keine Dissertation. Du hast doch die ganzen letzten 7 Jahre auch nichts gemacht, wie ich. Naja, also ich hab... Und ich bin älter als du. Naja, ich habe schon also eine Dissertation in mein gereicht. Ich glaube, das ist irgendwie der Unterschied. Weil ohne Dissertation hat man halt überhaupt keine Chancen auch in dem Betrieb. Das musst du schon. Ist so ein kompetitives, neoliberales Arsch geworden in den letzten 5 Wochen. Das ist ein Pragmatismus der Sockenphilosophie, der doch allzu harmlos ist. Ich plädiere mehr für eine Pataphysik der Socke. Die Socke an sich legt ihren Gebrauch nicht fest. Es gibt keine normative Praxis. Das ist im Alltag und die Socken, die industriellen Sockenhersteller dieser Tage glauben, dass es eine normative Praxis des Gebrauchs von Socken gäbe. Ja, und also... Ich habe wirklich sehr viel Goodwill demonstriert, auch bin auf alles eingegangen. Aber also nach den Streitereien und diese Verwicklung da mit dem Hauptcast. Oh, sorry. Wow. Scheiße. Naja, jetzt übertreibst du schon ein bisschen. Ich meine, Scheiße. Das war doch immer die Prämisse, unter der wir in den ganzen Betrieb gegangen sind. Man muss arbeiten. Man muss was liefern und natürlich. Ist es schade, dass es sich mit deiner Diss nicht ausgegangen wäre, weil natürlich, du hättest sicher dieselben Chancen gehabt. Deine Diss war sicher ganz gut, vielleicht jetzt nicht unbedingt so exzellent wie meine, aber... Das Problem war ja nicht Paris selbst, sondern das, was einem trotz allem immer noch dazu einfiel, wenn man daraus zurückkehrte. Platon und die Höhlenrückkehrer und Rückkehrerinnen. Denn augenscheinlich genügte es nicht, auf die Frage, wie es denn über das verlängerte Wochenende in Paris gewesen sei, einfach mit »Ja, ganz nett« zu antworten. Man musste dann schon Benjamin, Proust, Reda, Stein, Green oder Kristeva auf Lager haben oder zumindest von der Hauptstadt der Zeichen sprechen. Drunter ging es bei den Leuten, mit denen Ron es so zu tun hatte, oftmals nicht. Und jetzt plötzlich einer so Filmphilosophie machen. Ja. Als ob der Henry Cavill nicht meine Idee gewesen wäre. Und dann ist irgendwie so dann eine dicke Hose, so hier, so Deleuze, also mit Zeitbild, Bewegtbild und, ja, und Bewusstsein und so. Nee, ist aus. Also ich meine, vielleicht dann in Cannes nochmal. Du warst doch auch immer in diesen ganzen Kneipen im Predator, im Nachtasyl und in der kleinen Forelle. Du hast doch auch nie was gemacht. Das kann doch gar nicht sein. Naja,
Ich habe mir dann schon immer wieder meine Freiräume geschaffen. Ja, und jetzt zum Schluss hin haben wir wirklich, ich habe wirklich nochmal den Turm gezündet. Also wir haben alle zusammengehalten. Es ging wirklich. Und dann diese scheiß WhatsApp-Nachrichten aus, jetzt bin ich in Malle, ich mach mal 5 Grad sein lassen, hier Lissabon und Samba in Cohiba und da war. Geh halt nach Princeton. Ja, eh, na, aber erst in einem halben Jahr, wie gesagt. Gleich habe ich wieder für Sie Zeit. Da. Olli hat gerade geschrieben. Ich denke, die Socke ist aus dem Schuh zu deduzieren, weil die Socke ja verhindert, dass der Schuh reibt und Blasen erzeugt. Die Socke ist ja wie die Philosophie auch eine Operation, sich die Zumutung und das Unglück der Welt vom Leib zu halten, wie man es paradigmatisch an der Blase im Schuh erkennt. Das heißt, der Schuh verlangt nach der Socke. Die Socke verlangt nicht nach, das ist völlig Unsinn. Das heißt, die Socke muss aus dem Schuh deduziert werden. Nee, ich habe eigentlich immer für eine Interdependenz von allen drei Segmenten, also Socken, Staubsaugern und Waschmaschinen, plädiert. Ja, auch schon in meinen Frühschriften. Mhm. Und auch da könnte man sagen, leben wir eigentlich immer schon in dieser halbimaginären Annahme eines Morgen, eines Gleich, eines Nachher, eines vielleicht nächste Woche. Alles Zeitformen, die gefüllt sind mit narrativen Emotionen, mit Vorstellungsbildern, mit Vorgriffen auf etwas, was es noch nicht gibt, was aber immer sozusagen auch aufbaut auf bereits vorhandenen Erfahrungen, Eindrücken, Objekten, Materialen, Kontexten, die wir als determinierend erkennen oder gesetzt haben. Wie aber sonst? Paris war ja nun nicht wirklich die Hauptstadt des direkten Realismus, oder? Und wie wir in den letzten Stunden erfahren haben, hing Ron genauso mit drin wie alle anderen. Ron hatte genug davon. Die Dinge, wir wussten es, waren in Bewegung geraten und blieben dabei auch ohne jedwedes Zutun von außen. Ja, dann geh halt und bleib du in deiner, weil im Prinzip es geht ja darum, wir könnten das Zeit sparen, ich könnte euch auch schon mal die Ausschlüsse, die sie selber produziert, nicht mitbekommt und deswegen ihr Macht a priori zu verschwinden bringt. Genau. Und es dadurch natürlich zementiert. Und das funktioniert eben nicht mehr über narrative Strukturen. Das ist doch meine Sache. Das geht ja gar nicht mehr. Ja! Ich lasse mich da nicht. Maja, könntest du mich bitte alleine lassen? Wieso? Kannst du dich nicht mal ein bisschen freuen? Nein, jetzt geht es eigentlich um mich, weil ich habe ja eigentlich mein Manuskript verloren. Doch. Naja, aber ja, in dem Betrieb ist es halt doch so. Das haben wir doch auch die ganze Zeit gesehen, dass irgendwer schafft es halt nicht. Der bleibt auf der Strecke. In dem Fall bist es halt du. Leistung, Leistung, Leistung. Es tut mir echt auch leid, weil es hätte genauso, du hättest auch genauso bereits in Princeton sitzen können und auch Projektgruppenleiter und wärst vielleicht auch noch in 2-3 Jahren, ja, wer weiß, vielleicht wäre es schnell gegangen, hättest dich in 2-3 Jahren habilitiert. Das ist jetzt zumindest mein Plan und dann einfach eine ordentliche Professur hier in Deutschland. Interessiert mich eigentlich im Endeffekt nicht, sondern ich möchte natürlich Amerika, das ist ganz klar. Princeton, Yale, ich wollte mich habilitieren. Über Kassierer und die Lokomotive. Nee,
Die subversive. Wir gehen schon mal rüber zu Olli. Okay. Und, also der Olli ist drüben. Ja. Und mach du noch fertig, wir kommen da rüber, ja? Okay. Also, wir bestellen schon nochmal was. Magst du ein Bier oder so? Eine Suppe schon. Kommst du, Carlos? Ja. Der Mario macht sein Bier noch fertig. Bis nachher dann. Bis nachher, also. Ich erzähle es noch, ja? Und um was es im Endeffekt geht, ist das letztlich jedes subversive Kino. Den Film, auch dies wussten wir, konnte man vom Ende bis zum Anfang ablaufen lassen. Geschah dies in der Hoffnung, an den Punkt zu gelangen, wo die Gegenwart gerade noch eben Rezension gewesen in die Erinnerung überging, so musste dieses Unternehmen sich genauso im Unbestimmten verlaufen, wie der Punkt des Übergangs selbst einen fortwährenden Entzug darstellte. Das MacGuffin trieb sein Spiel mit dem Publikum schon im Moment seines Gesehenseins. Wenn man die Socke aus dem Schuh deduziert hat, ist das Geschäft der Philosophien schon nahezu vollständig getan. Alles Weitere können wir unseren Nachfahren und Schülern überlassen. Insofern könnte man auch die Zeitform des Films als solch eine zukünftige Form bestimmen, dass Film in dem Sinne eben tatsächlich eben immer in diesen Vorlauf geht. Und ich muss im Grunde das mitdenken, wenn ich im Kino sitze, dass der Film, solange er noch nicht zu Ende ist, immer weitergeht. Und zwar in eine Richtung, die ich nur bedingt vorhersagen kann. Ja? Aber dieses Spiel, dass ich auf etwas mich einstelle, was noch in der Entwicklung ist, das wäre bereits Teil dieses Zauberhaften des Films, dass er uns sozusagen immer wieder in eine Welt einbringt, die noch nicht fertig ist. Ja? Also das ist auch vielleicht das, was am Kino so frustrierend ist, wenn es dann zu Ende ist, dass man das eigentlich gar nicht will, dass es zu Ende ist. Ja? Also noch das blödste Happy End ist im Grunde versaut, diese Zeitlichkeit, dass es dann doch zu Ende gegangen ist. Ja? Und eigentlich will man das nicht. Man möchte eigentlich, dass diese Welt irgendwie weiter besteht. Und da war es geschehen. Und wie man es auch drehte und wendete, es war nichts mehr zu machen. Die Unumkehrbarkeit des Zeitflusses bedeutete, dass man die ersehnte Gegenwart immer im Rücken hatte, ihr aber nachging, als läge sie einfach vor einem, gleich hinter der nächsten Ecke. Paris eben. In Paris konnte einem schließlich alles, ja geradezu alles Mögliche geschehen. Das war so wie mit dem Löwenzahn, den Socken, der Waschmaschine und meinetwegen auch dem Staubsauger. Für die pataphysisch Gesinnten ließ sich ebenso alles, ja alles Mögliche daraus deduzieren und vor Augen stellen. Man musste nur ein klein wenig der eigenen Einbildungskraft vertrauen. Und Ron? Pratum ridet, lächelte die Wiese, zeigte sie ihre Löwenzähne. Für einen kurzen, unbestimmbaren Moment war Ron weder in Offenbach noch Böheimkirchen, Wien oder Paris und schon gar nicht in Berlin. Aber glücklich, denn alles neu macht der Mai. Thank you.
Und erlauben Sie mir noch die Frage, worum geht's denn oder worum ging es denn letztlich im Film? Naja, haben Sie. Ich meine, wissen Sie doch, oder? Sonst wären Sie ja nicht hier für das Interview. Also mir hat man gesagt, ich komme hierher und schau dann, was passiert, aber das. Ja, also ich meine am Ende, schlussendlich, so wirklich, ging es dann halt irgendwie um Socken. Ja. Ja, ich meine, das klingt jetzt erstmal banal, aber das ist auch irgendwie wichtig als Thema, so dass man Arbeit durchgearbeitet zu haben.